So. Hi. Moin, moin. Einen wunderschönen Donnerstagnachmittag wünsche ich euch, Leute. Schön, dass ihr da seid. Hi. Es tut mir leid, dass ich den Stream ein bisschen später gestartet habe. Ich hatte noch was anderes zu erledigen und das hat mehr Zeit gekostet, als ich eigentlich wollte. Dankeschön, Chalia. Jetzt bin ich gerade. Hattest du nicht vor kurzem erst sogar den 28er geresubbt? Auf jeden Fall, Dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Ja, hatte ich. Dann hat das irgendwie zweimal jetzt angezeigt. Merkwürdig. Aber Twitch ist irgendwie komisch. Merkwürdig. Aber Dankeschön. Vielen lieben Dank dir trotzdem nochmal. Fehler beim Verbinden zum Spielserver. Die momentan installierte Spielversion ist älter als die des Servers. Aktualisieren Sie bitte Ihren Client. Ja, warum macht er das denn nicht? Okay, dann aktualisiere ich meinen Client. Dann haben wir noch ein bisschen Just Chatting. Aber wieso. Spieleinstellungen. Was ist hier los? World of Warships Europa aktualisiere. Okay, jetzt installiert er. Sehr gut. Also. Nochmal vielen Dank dir, Xavier, für dein Reset. Dein Sound ist tot. Okay, bis später. Mach's gut. Viel Erfolg dir. Viel Spaß. Warte, der Hype muss noch raus. So. Mein Sound ist wieder RIP? Ist der Sound wieder RIP? Warum ist der Sound immer RIP? Stream, why you do this to me? Stream, why you do this to me? Gib mir mal eine Sekunde, ich höre kurz rein. Ja, ihr habt vollkommen recht. Also, ich bin sofort wieder da. Ne, der Sound ist kaputt, Leute. Der Sound ist kaputt. Also nicht meine Stimme, sondern die Musik ist kaputt. Wir hören uns gleich wieder. So, Moment, ich wollte mir kurz hier noch was einschenken zu trinken. Interessanterweise ist jetzt natürlich auch die Facecam wieder kaputt. Ah, bekommen wir irgendwann mal diese blöden Soundprobleme in den Griff? Nein, okay. Kamera vielleicht wieder aktiv? Nein? Okay. Jetzt vielleicht. Ah, jetzt geht's wieder. Alright, so. Also, fangen wir einfach nochmal von vorne an. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstagnachmittag. So. Hallo Taddle und Dr. Klopirat und Oddis und Slime und Landkreuzer und Kusanaga und Nemo und Eliane und Juri und Balzac und Master Magic und DJ Malte und Freezy. Freezy? Ich sag Fetzi. Fetzi ist es. Nicht Freezy, Fetzi. Hi. Und Ironhide und Marion. Und Slime. Hatte ich gerade schon. Egal, nochmal. Und hallo Chalvea und tschüss Chalvea. Denn sie streamt jetzt auch. Hallo Nano und böse Onkel und Comics. Moin Moin. Und Spinach-Spider. Und Schwitzkönig, glaube ich. The Mitchell, Hallöchen.
Hallo, Victoria, moin moin. Und Bonka. Und dam 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 dam. Helcon Raven, Servus. Und hallo Icy Jones, moin moin. Und Bruno Soff und Akula und Panzermensch und Kubi mich und GF und Bönedil. Moin. Und Chocolate Chip Kicks. Hallöchen. Und Eisdonner. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Natürlich auch einen wunderschönen guten Donnerstag an alle Leute, die am Lurken sind. Die noch nichts geschrieben haben. Schön, dass ihr da seid, Leute. Danke dafür. So. Erstmal einen Sip nehmen hier. ASMR trinken. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich hoffe, bei euch läuft das Internet. Wir dürfen das jetzt nicht unken. Deswegen sprechen wir da, glaube ich, gar nicht drüber. Nicht, dass nachher wieder irgendwo. Nein, ich darf nicht drüber reden, sonst geht's wieder kaputt. Ah, ich habe drüber geredet, jetzt habe ich's geunkt. Vielen lieben Dank, Tien. Dankeschön für 29 Monate. Dankeschön für deinen Support. Moin, Servus. Und Hype geht raus. Und wir müssen noch warten, bis Rusty Nail war es, ne? Bis Rusty Nail wiederkommt. Denn der hatte mir gestern noch 15 Subs geschenkt. Und damit hatten wir einmal dann auch die 10er-Marke geknackt. Da müssen wir noch einen Sub verschenken an die Community. Hatte ich gestern vergessen. Das müssen wir nachholen. Aber erst, wenn der Rusty Nail da ist, müsst ihr mich daran erinnern, wenn es geht. Oder ihr dürft mich daran erinnern. Ich bitte darum, mich daran zu erinnern, wenn Rusty Nail auftaucht. So. Wo ist denn der Hype-Bot? Du meinst Chrissy? Chrissy ist doch kein Bot. Chrissy ist ein Individuum. Ein kluger Mensch. Versucht das wieder gut zu machen von gestern. weiß ich nicht. Hat vielleicht einiges zu tun. Man kann auch nicht immer überall dabei sein. Ist auch gar nicht gefordert. So, jetzt aber. Also, wir haben a Patch Day in World of Warships. Das bedeutet für uns, während jetzt das Spiel gerade noch installiert, was gar nicht mehr so lange dauert tatsächlich, werde ich mal ganz schnell rauskramen. Die News dazu und dann werden wir uns mal ganz schnell anschauen, was denn neu ist. Das habe ich nämlich selber persönlich noch gar nicht gemacht. Schauen wir uns die News dazu an. Kampfaufträge im Update 094. Ja, das war vor weniger als einer Stunde. Update sowjetische Kreuzer 094. 12. Ey, wie viele. Gibt's denn schon wieder News hier? Gestern sowjetische Kreuzer, zwei Krieger, Kampfaufträge und Leitfaden für Streambelohnungen. Oioioioioi. Da gibt es jetzt wieder vieles, was wir uns anschauen müssten. Gut. Dann gehen wir mal kurz rein. Oder? Wieso hast du so verdächtig rote Augenringe? Habe ich rote Augenringe? Ich habe aber immer. Das liegt auch daran, Ironhide, dass ich einen Filter drin habe, der die Sättigung der Farbe stärker hervorhebt. Moment. Oder verstärkt. Damit mein Greenscreen grüner ist. Seht ihr das? Wenn ich jetzt die Farbkorrektur ausmache. Da bin ich auch instant super plus. Plus mit P. Blass. Aber damit kann die Software besser arbeiten, wenn der Greenscreen ein bisschen heller ist hinten. Und dadurch wird aber auch automatisch. Ich habe auch viel, viel rotere Lippen dann direkt. Meine Lippen sind nicht so rot, eigentlich. Eigentlich sehe ich so aus. So. Die klassisch gesunde Gamerblässe. Man sagt auch Bräune, die Gamer- oder Kellerbräune, so rum, ne? Never play on Patch Day. Ah, habe ich mich noch nie dran gehalten. Noch nie. Hallo, Herr Keksdieb. Oh, jetzt müssen wir aufpassen.
Ich will ja nichts sagen, aber wir hatten einen Chocolate Chips Keks, hatten wir schon hier unten. Und der Schokokeks hatten wir auch schon hier. Oh, Keksgude, moin moin. Oh oh. Oh oh. Es sind extrem viele Premium-Schiffe heute unterwegs. Können wir noch nicht beurteilen. Die halbe Nacht durchgespielt? Nö. Ich habe geschlafen tatsächlich die halbe Nacht. Logischerweise. Du weißt doch, was man sagt. Rote Lippen soll man küssen. Hm. Exakt, Oratoris. Exakt, Kellerbräune. Ey, lass die Kekse, wo sie sind. Hat Tulpe die Gun jetzt hingekriegt? Jawohl. Nice. Master Magic, was? Schokokeks ist gute Freundin von mir. Das glauben wir dir jetzt? Also, ich glaube, das würde ja jeder über einen Schokokeks sagen, oder? Also, wenn ich einem Schokokeks begegnen würde, würde ich auch sagen, das ist eine gute Freundin von mir. Nein, ist die Wahrheit. Das kann ich leider nicht überprüfen. Da müssen wir jetzt von Schokokeks die Aussage hören. Schokokeks ist die Frau von Aragorn. Hä, ihr verwirrt mich gerade voll. Wer ist... Nein, 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 ihr braucht mir keine Bilder oder sowas zu schicken. Ich glaub dir das, Master Magic, ich glaub dir das. Ich sag ja nur, glaubwürdiger wäre es jetzt, wenn Schokokeks selbst noch was schreiben würde dazu. So. Dann würde ich sagen... Bevor wir zu viel Zeit verlieren, wir wollen heute noch ein bisschen spielen und wir haben nachher noch... Ist nicht da. Ist nie da. Dann müssen wir wohl spekulieren. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wir haben nachher noch Clan Battles ab 19 Uhr. Okay, dann glaube ich der Titel mal. So, ich ändere mal ganz schnell die Beschreibung für den Stream. Dann gehen wir zu World of Warships. Hallo. Patch Day. Und Dankeschön, Leon Wü, für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Mann. Snowrunner heute auch? Wahrscheinlich ja, gegen später. Aber erst so um 22 Uhr rum. Wenn Brownie dann Zeit hat. So, World of Warships. Zack. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns ganz kurz das hier an. Dafür mache ich auch mal ganz schnell die Musik aus. Und auch die Sound Commands. Und dann gucken wir uns dieses Video an. Ja, chill. Wir schauen uns das Video an und dann schauen wir uns den Rest an. Der News. Also, auf geht's. Greetings, fellow captains. In a sea of very different news, I, Dasha Barova, am here to tell you only the best of it. Today, in the update 0.9.4 review, the long-awaited testing of a new unit type, submarines, Soviet heavy cruisers, enhanced consumables for free, a new season of ranked battles, and many other pleasant features. Ich bin echt gespannt, wie jetzt die Submarines sich spielen. Soviet heavy cruisers have arrived in early access. Please welcome the magnificent. Also ich meine von der Meta her. Auf dem Testserver war es ja was ganz anderes als jetzt wahrscheinlich hier im richtigen Modus.
Oder semi-richtigen Modus. In Thailand and Riga. Some things to know about the newcomers. Their armor-piercing shells are efficient, even against battleships. Kann man noch nicht? Ja, das weiß ich noch nicht, Nano. Das werden wir jetzt rausfinden. Have decent armor, suffer from relatively long reload times, and have special accuracy settings that make the dispersion of shells fired over long distances by the new cruisers greater than that of their counterparts. Due to these accuracy settings and their surveillance radar with a 12-kilometer action radius, the newcomers perform best at medium ranges. To see these beauties in your port, exchange Soviet tokens for a set of sequentially opened bundles. The tokens can be found in themed containers obtained from daily shipments and are also given as rewards for completing directives. The Soviet heavy cruisers will become available to research and updates. Oh, hallo Chrissy. Hallöchen. Moin moin. Erst ab dem 24. Im 20. Hi Milchschnitt, by the way. Wie spielt man mit WASD? Ah. Diese blöden Direktiven, ey. Immer dasselbe. Aber okay. 0.9.6. Die Camo ist okay, würde ich sagen. Manchmal stört mich so ein bisschen diese dran geklatschten Geometrien vorne und hinten, so auch an den Schornstein. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist so, weiß ich, so übertrieben auffällig. Aber ist okay. Nicht die schönste Camo, aber auch nicht die schlechteste. Meiner Meinung nach. I'm happy to announce that the testing of submarines will move to the main World of Warships server. Hallo Caterpillar, moin moin. In 2 weeks. Ah, jetzt sagt es in 2 Wochen. We're very grateful to all the players who took part in the previous testing rounds. Hallo Haf. Submarines will become available in a separate battle type, and it's your participation and feedback that will have a defining impact on this unit type in our game. Ich hoffe immer noch, dass sie die Unterwasserwelt echt farbenfroh gestalten, so ein bisschen. Also generell so lebendiger. Das könnte so viel mehr. Genau. Dasha sagt auch schon, bitte auf dem YouTube-Kanal von Private Penguin subscriben. Dankeschön. Wusste ich gar nicht, dass sie Werbung für meinen Kanal macht. Krass. Aureas, moin. Another piece of good news. You're now going to save up to 112,500 credits per battle. In update 0.9.4, standard consumables leave the game. And their genau. Enhanced versions become free. The enhanced consumables that you have on your ships and in the inventory, as well as more consumables containers, will automatically be exchanged for credits. Also relating to consumables. Hallo Janno, moin. Smooth. Endlich keine Gefechte mehr, in denen man sagt, verdammt, ich habe vergessen, die Premium-Verbrauchsgüter einzubauen. Das ist ein neues Schiff. Ah! Wird nicht mehr vorkommen. In response to your numerous requests, we've made it possible to view the available upgrades and consumables of ships that you haven't purchased yet. You can now also directly research and purchase a ship from within the tech tree. Click a ship icon once to open its specifications with the research purchase buttons. Click it twice to see its modules. Self-isolation offers an excellent opportunity to demonstrate your prowess in ranked battles. They start in a week. 7v7, playing tier 7 ships. You can earn more than 4,500 steel. As always, details will be published in a separate article closer to the season's start. Bacardi rum, hallöchen. Armory news. Resolute and rapid containers are now available for 6,000 coal. The reward for gathering the collection is a unique historical Italian commander, Luigi Sansonetti. Those who appreciate beauty will be happy to hear about new Victory Day permanent camouflages for Minsk, Oktyabrskaya Revolutsiya, Duke of York, and others. Any European tokens that you haven't spent will be exchanged for credits at the rate of. Kampfsignale kostenlos und ich bin zufrieden. Ah, nee, die dürfen nicht kostenlos sein. Die FL, die ganzen Signale, diese. Also irgendwo muss die Ökonomie ja schon noch ein bisschen stimmen. Kann ja nicht alles für umsonst geben hier in dem Spiel. Hallo Alisa, moin. Nom nom. Of 1 to 7,500. We are continuing to improve the game maps. In this update, changes have been made to loop, approaching key areas and maneuvering. Mhm. Nochmal was?
Das ist doch die, ja, das ist die Karte. Key Area. Ich wusste, ich habe das Bild hier habe ich schon gesehen gehabt, aber ich wusste nicht mehr, welche Karte das ist. Weil hier rechts die Insel, die haben das komplett verändert. Also so kennt man die Karte. Hier mit in der Mitte und rechts diese doofe Insel, wo man hier, ne, kennt man. Und hier und so, kennt man. Das nehmen sie komplett raus. Packen dann einfach Inseln drumherum. Hey, das ist einfach eine ganz neue Map. Der könnte auch genauso gut sagen können, wir haben Loop einfach rausgenommen und eine andere Map Loop genannt. Wie lange spielst du schon WoWS und wie bist du dazu gekommen und was gefällt dir an dem Spiel so sehr? Ich spiele World of Warships seit 2015, seit ich an der Closed Alpha teilnehmen durfte. Dazu gekommen bin ich tatsächlich über World of Tanks. Ich habe sehr, sehr lange, seit 2011, Pi mal Daumen rum, World of Tanks gespielt, in zwei verschiedenen Clans, erstmal in Panzerknacker, bei den Panzerknackern, dann bei Ode Mortis, bisschen mehr kompetitiv unterwegs gewesen und dann kam halt 2015 dann World of Warships raus, 2014 war ich auf der Gamescom, ich glaube es war sogar schon 2014 auf der Gamescom, habe ich es mal angetestet und dann habe ich 2015 eben in die Alpha geschafft und durfte es da dann spielen. Und seitdem hat es mich halt mehr gepackt als World of Tanks. Weil, ich weiß nicht, kann ich nicht wirklich sagen. World of Tanks ging mir irgendwann die toxische Community so auf den Zeiger, dass du, und ich habe mich selber auch extrem immer reingesteigert, unter anderem wegen der Community möglicherweise, dass es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat oder nicht mehr so viel Spaß. Und World of Warships hat mir mehr Spaß gemacht, deswegen zack, bin ich dann zu World of Warships gewechselt, mehr oder weniger. Ich habe das ein bisschen parallel gespielt zu World of Tanks, aber irgendwann hat Ode Mortis dann auch gesagt, wir machen jetzt einen Clan auf für World of Warships und dann haben sie mich gefragt, hast du Bock da mitzumachen, Pingu? Na ja, klar, komme ich rüber. Und seitdem bin ich dann nicht mehr bei WoT aktiv gewesen. Hab dann gewechselt und ich spiele das seitdem. Auch jetzt als Streamer. Da habe ich auch angefangen zu streamen. Und bin dann irgendwann CC geworden, Community Contributor. Und es fesselt mich halt nach wie vor immer noch. Wobei ich auch, ich muss dazu sagen, dass, glaube ich, meine Community, die mir dabei zuschaut und der Stream generell ein sehr, sehr starker Grund sind, wieso ich immer noch World of Warships spiele, so aktiv. Weil es mir halt Spaß macht, mit euch gemeinsam zu spielen und ne, für euch zu spielen. Ich glaube, ich würde es nicht so aktiv spielen, wenn ich nicht streamen würde. Hier sind die Leute ja auch viel cooler. Coolerer, sowieso. Bei World of Warships ist alles viel entspannter. Wir motivieren dich. Ja klar. Natürlich motiviert ihr mich. Wenn nicht ihr, wer sonst, Leute? Mal Hand aufs Herz. Within them will now be easier. Apart from that, we've also added a new lighting model and improved HDR technology for such maps as Loop, Northern Lights, Shatter, Sleeping Giant, Grease and Crash Zone L. Kam schon das Quiz? Nein, das Quiz kam noch nicht. Aber Chrissy, wie heißt die Hauptstadt von Kanada? Alpha. Finally. Die sind coolerer wegen der Wasserkühlung. ich spiele auch Clan Battles bei OM. Ja. Bei World of Warships nennen sie es tatsächlich Clan Battles, weil sie es abgrenzen wollen von den Clan Wars in World of Tanks. Gaming-Zeugs, ich danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen, moin. Deswegen CBs. Also nennt auch Wargaming. Das. Ottawa, ja. Genau. Aufgepasst. Chrissy ist clever. Shell Ricochets will now be accompanied by a spectacular animation. Ja, jetzt bist du schlau. Warst du davor ja auch schon. Aber jetzt bist du noch ein Ticken schlauer. Hallo Nudelhammer, moin. Und hi CJ Lago. Dann bin ich aber froh, dass wir dir helfen können, weiterhin dabei zu bleiben. ist halt wirklich so, ne? Wenn die Community nicht dabei wäre, nicht am Start wäre, dann wäre das Stream ja auch nur halb so spaßig. Oder gar nicht. Für null Leute zu streamen ist wirklich, kann sehr frustrierend sein. Da tun mir auch die kleinen Streamer leid, die keine Reichweite generieren können, weil sie einfach unter den zig
hunderttausenden Leuten irgendwo untergehen. So. Weil da der Otter war. Genau, der Otter-Sandmann, der Otter mit einer Ahorn-Flagge. Habe dich bei King of the Sea vermisst? Ja, dieses Mal habe ich nicht mitgemacht, weil, ich weiß nicht, sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Aber beim nächsten Mal habe ich schon eigentlich Chrysanthos versprochen, dass ich da wieder mitmache dann. Wenn sie mich haben wollen. Hauptstadt von Sachsen. Weiter geht's. Ist OM überhaupt noch aktiv in VRS? Ja klar. OM ist immer noch aktiv. Wir haben heute Abend erst wieder Clan Battles DJ Lago mit dem Zweitclan Ode Mortis Spielerfrauen. With pleasure. Take care of yourself and your friends and family, Captains. That's all for today. Yours truly, Dasha Petrova. Er hatte zwei Katzen auf dem Arm gerade. Oh. Und jetzt waren sie runter. Alright. So. Also, Donnerstag, 14. Mai, bla 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 bla, ist ja heute. 3,1 GB groß ist der Patch und jetzt schauen wir uns erstmal nochmal kurz an, was es gibt so im Detail. Das meiste haben wir jetzt gerade schon gehört. Die sowjetischen schweren Kreuzer der Stufe. Stufe 8 bis 9. Müsste das N eigentlich weg sein, oder? Die sowjetischen schweren Kreuzer der Stufen. Der Stufe 8 bis 9, der Stufen 8 bis 9. Ich glaube, das N kommt weg. Ich bin kein Kramer-Nazi, aber das. Da bin ich mir nicht sicher. Erstmal mit dem Finger auf die Harles zeigen. Ey, ist das richtig so? N passt schon. Ah, okay, dann ist es wahrscheinlich richtig. Egal, weiter geht's. Besondere Merkmale des neuen Forschungszweigs. Das hat sich jetzt nur komisch angehört. Oh, hallo Mr. Madness, moin. Und Rasasor, moin, ei gute. Und hallo Hopsili, moin. Ja, wenn mein Internet hält, dann werden wir definitiv, also ich bin definitiv dabei. Ne, wieder 19 bis 21, 21, 30, irgendwie sowas. Vermutlich können wir sogar bis 22 Uhr machen. Aber ab 22 Uhr habe ich dann, da ist glaube ich so, Entschuldigung, ab 22 Uhr ist sowieso vorbei, oder? Oder dann habe ich noch was anderes vor. Hallo Big Rossi, moin. Katzen machen alles besser. Bin ich auch voll der Meinung. Ich kriege immer Depressionen bei den Riesen-Patches. No. Vielleicht wird es ja besser demnächst mit der Vernetzung hier in Deutschland. Ne? Wie gesagt, bei uns da den Gehweg entlang haben sie auch ein Breitbandkabel reingelegt anscheinend. So ein großes Orangenes. Kann sein, dass da Glasfaser drin ist. Wer weiß das schon? Müsste man mal nachfragen. So, also, besondere Merkmale des Forschungszweigs, die effektiven Armeegranaten bieten hervorragende Durchschlagskraft, gute Ballistik, wenig Durchschüsse und verbesserte Abprallwinkel. Was halt geil ist. Also nochmal, wir haben bessere Autobounce-Winkel. Ich kann es eigentlich auch Abprallwinkel nennen. Das ist das deutsche Wort dazu. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen besser, ne? Dann haben wir kürzere Zündzeit, schnelle Granaten, gute Ballistik, behält auch gut Durchschlagskraft auf Distanz. Ich glaube aber relativ lange Ladezeit, genau, Genauigkeitseinstellungen, die Schiffe werden auf Distanz ungenauer. Jupp, und die Kombination, also im Nahkampf sind sie besser. Die Kombination ihrer Genauigkeitseinstellungen mit dem Verbrauchsmittel der Überwachungsradar, das eine Einsatzreichweite von 12 Kilometern hat, macht diesen neuen Kreuz insbesondere in Gefechten auf mittleren Entfernungen sehr effizient. Jo. So, nochmal. Mit der Veröffentlichung des Updates 095 werden im Forschungsbaum die Schiffe Moskwa und Kirov durch die Schiffe Alexander Nevsky bzw. Kotowski ersetzt. Mit dem Update 096 werden die Tallinn, Riga und Petropavlovsk für die Forschung freigegeben. Dann habe ich aber irgendwas falsch
im Devblog gelesen. Da stand, glaube ich, zumindest kann ich mich noch daran erinnern, oder ich erinnere mich falsch, dass Tallinn und Riga auch kommen mit 095. Warte mal, den von Tallinn und Riga. Ah ja, guck mal, doch, steht doch hier. Da, ist, die sind doch schon da. Die Tallinn und Riga sind doch jetzt schon im Vorabzugang. Genau. Und die Petrobaslovsk kommt dann als einziger, dann halt mit 096 zum Forschen. Gerade ist aufgestanden, schaust du zerknittert aus. Ne, ich bin schon ein bisschen länger wach, Knallidiot, tatsächlich, aber ich sehe immer zerknittert aus. Hallo, schlimm, oh moin. Und hallo Knallidiot nochmal. Servus. Und Hawk, mein Moin. Servus. So. Die im Vorabzugang verfügbaren sowjetischen Kreuzer Tallinn und Riga. Die Mikojan und die permanente Tarnung Sowjetunion werden im Austausch gegen sowjetische Marken in Paketen erhältlich sein. Die Pakete müssen nacheinander geöffnet werden. Ihr könnt sowjetische Marken aus täglichen Lieferungen erhalten oder im Event-Containern finden, die ihr durch das Abschließen von Direktiven bekommt. Man kennt es. Außerdem könnt ihr sie auch durch Siege mit den Kreuzern Piotr Bagration, wie auch immer man das Ding ausspricht, Ochakov und Mikojan. Jetzt wartet mal kurz. For Science! Google Translator. So. Nach Russisch. Oh, Moment, hier oben war das da. Russisch, zack. Piotr Bagration. Wie bitte? Piotr Bagration. Piotr Bagration. Piotr Bagration. Die nuschelt so. Piotr Bagration. Also man sagt echt Bagration. Bagration. Piotr Bagration. Bagration. Piotr Bagration. Gut. Haben wir das. Okay, wie spricht man dann dieses Schiff aus? Mikojan. Mikojan. Ah, das ist viel einfacher. Mikojan. Also das eine ist Piotr Bagration und das ist Mikojan. 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 Und das ist Ochakov. Was bestimmt sowas. Ochakov. 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 Okay, nee, Ochakov. 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 Mikojan. Okay, wir haben es. Haben wir es, haben wir es. Machen wir weiter. Die Petro, vielleicht muss sie noch ein bisschen balanced werden, Half. Das kann sein, dass sie noch nicht fertig ist. Ja, kurz kann man natürlich sagen Piotr. Piotr Bagration. Bagration. Bagration, jetzt sind wir plötzlich ins Spanische rüber. Piotr Bagration. Mikojan. Ne, Mikojan. Mikojan war das. Und Ochakov. Ochakov. Ey. Egal, weiter geht's. Für das Abschließen aller vier Direktiven werdet ihr mit der permanenten Tarnung Sowjetunion für die Mikojan belohnt. Die Schiffe Piotr Bagration. Bagration. Und Ochakov sind in der Waffenkammer im Tausch gegen Dublon erhältlich. Mehr erfahren. Ach guck mal, hier gibt's noch den Vorabzugang. Das haben wir uns aber auch schon angeguckt. Bla 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 bla. Zurück. So, wo waren wir stehen geblieben? Also wir halten fest, mit dem Patch jetzt 094 kommen Tallinn und Riga hinzu als Vorabzugang. Mikojan halt auch, ne? Und diese Schiffe hier, die Piotr und die Ochakov. Und mit 095 kann man dann die anderen Schiffe ganz normal erforschen. Alexander Nevsky, Katowski,
Also gut, Moskau wird ersetzt sowieso und die Kirov auch durch eben diese beiden Schiffe. Und man kann Riga und Tallinn ganz normal erforschen, regulär. Und dann bleibt noch ein Schiff übrig, das ist die Petrobaslos, die kommt dann mit... Nee, Moment! Nein! Mit den... Hä, aber wieso werden die nicht zur Erforschung freigegeben? Kann mir das jemand verraten? Dass Riga und Tallinn... Es ist schon wieder so verwirrend, Leute. Normalerweise hast du einen Monat Zeit für den Vorabzugang. 094 bis 095. Ab 095 kannst du es ganz normal erforschen. Was macht Wargaming jetzt? Nein. Der neue Zweig kommt tatsächlich zum Erforschen erst mit 096. Wenn die Petrobaslovsk fertig ist. Petrobaslovsk. Nochmal. Petrobaslovsk. Petrobaslovsk. Petropavlovsk. Petropavlovsk. Ich sag wirklich Petropavlovsk. So. Ist doch schon lange so. Vorabzugang ist nicht Forschung, nur Marken. Ja, nein. Es geht mir gerade darum, Nekroben, dass du einen Monat Vorabzugang hast. Im darauffolgenden Monat, also mit dem nächsten Patch, hast du dann den normalen Forschungszweig drin. Und kannst erforschen. So war es doch schon immer. Oder liege ich gerade falsch? Jetzt haben wir einen Monat lang bis 095 den Vorabzugang. Dann haben wir von 095 bis 096 irgendwie gar nichts. Und dann können wir die erst erforschen, die Tallinn und die Riga normal. Obwohl es ja den Vorabzugang schon 2 Monate vorher gibt. Das ist so ein bisschen... Eigentlich müssten die Tallinn, Riga und Petropavlovsk ebenfalls mit 095 reinkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich... Ist der Vorabzugang wirklich so lange? Bis wann kann man denn die Dinger... Warte mal, da stand doch hier dabei. Bis wann kann man die Marken benutzen oder auch bekommen überhaupt? Direktiven. Von Update 094 verfügbar. Die restlichen werden freigeschaltet. Bla 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 bla. Die Reden können bis zum folgenden Zeitpunkt abgeschlossen werden. Dienstag, 9. Juni. Wir sind jetzt im Mai. 9. Juni ist in einem Monat. Ich sag doch, einen Monat lang kannst du Direktiven abschließen. Das ist der Vorabzugang. Deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen verwirrt. Aber ist auch egal. Wargaming macht, was Wargaming macht. Ich fand die Direktiven-Sache schon immer super verwirrend, auch für Casual-Spieler. Die Schiffe kommen, wenn die Schiffe kommen. Ich frag mich sowieso, wieso machen sie das überhaupt, damit sie Geld machen können, ne? Wieso nicht einfach den Forschungsbaum... releasen, wenn er fertig ist. Und die Leute spielen sich das einfach durch. Mann, ey. Immer so kompliziert hier alles. Novorossiysk. Okay, da weiß ich jetzt auch nicht, was das für ein Hafen ist. Novorossiysk. Der Hafen, das Schwarze Meer, wurde benannt. Umbenannt in... Whatever. Okay, U-Boot-Gefechte. 27. Mai bis 24. Juni. Die U-Boote kommen. Ihr werdet sie in einem Gefechtstyp spielen können. Das ermöglicht es uns, den neuen Schiffstyp weiter zu testen. Oh, hallo Dragon Ball. Moin. Servus. Und hallo Modguns. Moin. Alien Cry, hi. Auf welche Schiffe schießt du als Schlachtschiff? Mit welcher Munition? Schlachtschiffe schießen in der Regel fast immer mit AP-Munition. Wenn Schiffe anwinkeln, feindliche Schlachtschiffe anwinkeln, die gut gepanzert sind, dann lädt man auch gerne mal auf HE um, auf hochexplosive Munition, dass man Brände legt und dann zielt man auf die Aufbauten oder vielleicht auf Bug oder Heck. Ansonsten mit AP auf Breitseite Schiffe immer schießen, versuchen Wasserkante zu treffen. Mittig vom Schiff unter die Schornsteine. Da machst du dann ganz gut Schaden. Nicht versuchen, die Hauptgeschütze zu treffen bei feindlichen Schiffen, sondern immer schön die Aufbauten mittig im Schiff. Hauptgeschütze sorgen dafür, dass du meistens Abpraller erleidest, weil die halt doch nochmal besser gepanzert sind. Kann man gleich machen, wie? Jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken, was wir gleich spielen wollen überhaupt. Hallo Tompi, moin. Und Randschwimmer, ich danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Servus. Breitseiten-ID auf Short Range auch HE. Ja, also wenn du dir sicher sein kannst, das stimmt auch, wenn du dir sicher sein kannst, dass du vor dir ein DD hast und du wirst mit deiner nächsten Salve, die du durchgeladen hast, einen Zerstörer angreifen und nichts anderes,
dann kannst du HE laden, weil HE deutlich mehr kritische Treffer auch macht. Torpedowerfer zerstört, Hauptgeschütze zerstört, Motor, Ruder zerstört und generell dann mehr Schaden macht bei einem Zerstörer. Aber wenn du halt dir nicht sicher bist, kommt gleich ein Kreuzer rum oder kommt ein Schlachtschiff Breitseite rum oder sowas, dann bleibt man lieber noch auf AP und wenn dann DD aufgeht, kannst du natürlich auch einfach mit AP auf den DD schießen. Selbst wenn du da Overpens machst, sind das immer noch sehr schöne Damage-Zahlen. Aber ja, wenn du dir sicher bist, du schießt auf den DD, auf den Zerstörer, den ganz kleinen, dann HE. Ist halt immer, ja, Gefühl, Erfahrung, Situation. Man kann nicht pauschal sagen, mit welcher Munition man auf was schießen sollte. Schwierig. Und hallo Walter Lehmann, moin. Habe ich Tompi Hallo gesagt? Hallo Tompi, moin. Ich glaube ja, gerade eben. Servus. Wie verhält sich die Overpenetration zu Schaden bei schwach gepanzerten Zielen? Overpenetration macht ja immer denselben Schaden, wenn du eine Overpenetration verursachst. Also eine Granate geht durch das Schiff durch, komplett glatt durch, ohne zu explodieren im Schiff. Dann machst du 10% von deinem maximalen Schaden. Ist egal, ob auf einem Zerstörer oder auf einem Kreuzer oder auf einem Schlachtschiff. Deswegen sage ich ja, auf einem Zerstörer, der nur 20.000 HP hat vielleicht, macht halt eine Salve mit 5 Overpens von der Yamato, die dann 6.000, 7.000 Schaden macht durch die Overpens. Tut halt richtig weh. Auf einem Schlachtschiff ist das halt nix. Ist Kratzer. Aber klar würde man mit HE mehr Schaden machen bei 5 Treffern auf dem DD. Als mit AP, aber... Das stimmt auch. Mit HE kann man auch 0 Damage-Treffer machen auf Zerstörer. Das geht aber auch bei... Also bei AP würde das auch gehen, denke ich. Wenn du mit AP ein Hauptgeschütz von einem Zerstörer triffst und du machst da dann halt eben Overpen auf das Hauptgeschütz, das zählt auch nicht zur HP-Reserve. Wenn du sonst nichts anderes triffst. Meine ich. Das Module da... Ja, doch, sollte so sein. Es ist immer die Möglichkeit vorhanden, dass man keinen Schaden macht. Da sollte man sich nicht drüber wundern. Mir hat gestern jemand als Cheater bezeichnet, weil ich mit dem Conqueror sein Full-Life-DD zerstört habe. Er meinte, das sei nicht möglich. Oh, ich denke schon, dass das möglich ist. Wenn du mit genügend Granaten triffst. Wenn du das Geschütz overpens und dann dahinter das Schiff wieder triffst, ist das over. Ja, dann ja, dann ja. Aber ich meine, nur das Geschütz, nur die Hauptbatterie treffen. Wenn dann DD seitlich steht und du triffst die Hauptbatterie von dem Zerstörer. Dahinter ist dann nichts mehr. Dann machst du keinen Schaden. Das meinte ich nur. Es ist möglich. Es ist möglich, sowohl mit AP als auch mit HE keinen Schaden zu verursachen. Aber generell ist auf Zerstörer HE geiler. Das ist schon richtig. Mit einem großen Kaliber. Die Zitadelle ist direkt an der Wasserkante. Alien Cry, du kannst mal schauen. Ich kann mal gerade mein Spiel starten. Währenddessen, dann zeige ich dir das gleich. Im Hafen gibt es ein Panzerungs... Panzerungs... jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Panzerungs... Mann! Ich meine nicht das Layout, also ich meine diese Ansicht, Panzerungs-Layout-Ansicht, diese... Wie nennt man das denn? Panzerungsmodell. Panzerungsmodell. Ah, Junge, Junge, Junge. Also es gibt ein Panzerungsmodell im Hafen für jedes Schiff, das kannst du aktivieren. Ja, jetzt habe ich es auch. Und da kannst du dir anschauen, oh nein. Oder anhand dessen kannst du dir anschauen, ich zeig dir das mal ganz schnell, wo die Zitadellen liegen. Da gehst du dann, so wir sind jetzt hier im Spiel, dann gehst du rechts auf Panzerungsanordnung, zack. Und dann hast du hier das Panzerungsmodell, das kannst du dir da anschauen. Die 16. Season der gewährten Gefechte kommt bald zurück. Zeit zu 6 Tage, okay, check. Tschüss. Wir Verbrauchsmaterialien erfahren Sie über die Änderungen. Ja, gleich. Weiß schon. Bescheid. Dann kannst du hier die paar Sachen ausschalten, die du nicht brauchst. Zum Beispiel hier die Türme oder hier vorne Bug- und Heckpanzerung, Torpedoschutz, Aufbauten und Deckpanzerung. Und dann bleibt eins übrig. Und das ist die Zitadelle. Das bedeutet einfach nur, das ist der wichtigste Teil des Schiffes. Der Teil, der für die Kampffähigkeit eines Schiffes am wichtigsten ist. Also halt zusammengefasst.
heißt Zitadelle in dem Spiel. Und so sieht die dann aus. Und deswegen sage ich, bei der Moskwa sieht man das jetzt relativ gut. Die ist auf Wasserkantenhöhe sogar weit drüber. Weit drüber. Deswegen ist eine Moskwa in der Breitseite so verdammt anfällig. Darfst du niemals Breitseite zeigen vom Schlachtschiff. Die schießt dir da in die Seite rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich trifft, das Schlachtschiff in der Zitadelle, ist verdammt hoch. Da macht es einfach BÄM! Und du bist weg, Junge. Aber jetzt vergleich mal mit der Hindenburg, die deutlich weniger anfällig ist in Breitseiten. Erstens, weil sie eine sehr, sehr flache Zitadelle hat. Die ist wirklich auf Wasserkante und drunter. Dann hat sie auch noch eine Turtleback-Armor, die im Nahkampf dafür sorgt, dass, also Turtleback halt so von der Schildkröte quasi, so angewinkelt außen und dann in der Mitte nochmal, dass es dafür sorgt, dass Granaten eventuell abprallen und drüber fliegen. Und dann ist sie auch noch relativ schmal, die Zitadelle. Was bedeuten kann, dass die Granate einschlägt und durch die andere Seite wieder rausschlägt und nicht explodiert, weil sie zu schnell durchfliegt oder so. Kann passieren. Wobei ich eher glaube, dass die meiste Zeit, wenn man eine Hindenburg trifft, auch auf Wasserkantenhöhe, dass die Turtleback Armor wirklich dafür sorgt, dass sie abprallen, die Granaten drüber fliegen, auch von Schlachtschiffen. Whatever. Genau. Und da kannst du mal durchgehen, kannst du dir die ganzen Sachen anschauen. Bin mir gerade nicht sicher, ich meine, im Forschungsbaum sollte das möglich sein. Wenn ich mir die Halland jetzt zum Beispiel anschaue. Ah, jetzt so, sollte das sowieso möglich sein. Doppelklick drauf, dann hat man das Ding hier im Hafen stehen. Dann kannst du hier auf Panzerungsanordnung gehen und dir das auch anschauen. Und ja, Zerstörer haben auch eine Zitadelle, aber die Zitadelle ist hier, wird so berechnet, die Treffer in der Zitadelle, dass es nicht diesen Maximalschaden verursachen kann, die 100%, sondern ebenfalls ganz normale Penetration oder Overpen-Hits. Sonst wäre das Balancing technisch zu unfair, DDs gegenüber, die würden sonst ständig wegplatzen einfach. Genau, Kreuzer, Flugzeugträger und Schlachtschiffe, die haben eine Zitadelle, die man treffen kann. Mit maximalem Schaden. So, wir machen weiter mit dem... mit dem Patch Notes. Den Patch Notes. Hallo Stormwind, nochmal moin. Und Wufu, hallöchen. Nee. Bühnedeal. So schwer sind die Granaten dann auch nicht, dass ein DD untergehen würde davon. Nee. Zerstörer sind große Schiffe. Kannst du das auch allein hier schon dran sehen. Dieses Geschütz hier. Du hast ja hier die Türe, die Luke. Ein Mensch, der daneben steht, der geht vielleicht, wenn er hier steht, geht der vielleicht mit dem Kopf bis zur Luke. Ich weiß nicht, vielleicht weniger sogar. Und eine Granate von der Yamato ist ja so groß wie ein Mensch. Also kannst du hier, keine Ahnung, 9 Granaten nebeneinander aufs Deck wahrscheinlich legen einfach. Zack. Die würden hier zwischen Turm und Aufbauten passen, hier rüber quer. Und das würde nicht dafür sorgen, dass das Schiff untergeht, auf keinen Fall. allein die Dinger sind ja, guck mal. Der hat ja Torpedos und die Torpedos wiegen deutlich mehr als die Granaten der Yamato, meine ich. Sind ja auch viel länger. Die sind ja, keine Ahnung, wie viele Meter sind das? 8, 9, 10 Meter. Teilweise. Und dann hat der dafür halt richtig viele noch unter Deck. Also nee. Da müssen wir schon realistisch bleiben. Just joking. Hoffe ich. Hallo Matti, moin. Ich fände es aber cool, wenn Wargaming mal eine Crew reinbringen würde, die man zumindest im Hafen sieht, damit man so die Größenverhältnisse erkennt. Bei den Schiffen. Muss im Gefecht nicht unbedingt sein, aber... Aber... Leander. Habe ich das jetzt eigentlich noch... Ah, doch, habe ich gar nicht gezeigt. Aber im Hafen fände ich das ganz cool. Das macht aber keinen Unterschied.
Also natürlich vergleichen wir jetzt nicht Stufe 2 Zerstörer oder sowas. Aber selbst das. Selbst ein Stufe 2 Zerstörer. Natürlich ist der viel kleiner, aber selbst der würde nicht untergehen dabei. Nee, never. Never. Aber darum geht's ja jetzt auch gar nicht, Leute. So, machen wir weiter. Der Torpedoputzer, ja, auf dem einem Containerschiff, aber da hast du trotzdem nicht die Vergleiche, die Größenvergleiche. Ich meine, direkter Vergleich auf den Schiffen. Ich hätte gerne Yamatum in der Besatzung, die irgendwas macht da drauf. Würde einfach cool aussehen im Hafen. Einmal hatte man den Stevenson, ja, als Koch ist er rumgelaufen. Aber da hat man dann auch wirklich die Größenverhältnisse gesehen. Deswegen sage ich doch. Das wäre nice. Egal, machen wir weiter. So. Die U-Boote kommen. Ihr werdet sie in einem eigenen Gefechtstyp spielen können. Das ermöglicht es uns, den neuen Schiffstyp weiter zu testen. Wir können die Balance und die Mechanik auf dem Live-Server anpassen und mehr Spieler beteiligen, ohne dass es dadurch zu Auswirkungen auf anderen Gefechtstypen kommt. Erst wenn wir all diese Schritte abgeschlossen haben, werden wir über das endgültige Schicksal dieses neuen Einheitentyps entscheiden. Spieler können U-Boot-Gefechte mit U-Booten und Schiffen der Stufe 6 spielen. U-Boote sind fragile, heilige Jäger, die sich nicht nur horizontal bewegen, sondern auch in die Tiefe des Meeres abtauchen können. Die Tauchtiefe eines U-Boots hat Auswirkungen auf seine Erkennbarkeit, Sichtweite und Reichweite möglicher Interaktionen mit anderen U-Booten und Schiffstypen. Die Hauptbewaffnung eines U-Boots sind akustisch zielsuchende Torpedos. Ihr könnt aus jeder Tiefe angreifen, wobei euch die neue U-Boot-spezifische Mechanik, die Sonarpings, dabei hilft, die potenzielle Effektivität eurer Torpedosalven zu erhöhen. Behaltet eure Batterieladung im Blick und setzt die Sonarpings klug ein. Torpedos können nur mit Hilfe eines aktiven Sonarpings aus der Tiefe auftauchen und einen Gegner treffen. Habt ihr eure Batterieladung verbraucht? Verringert eure Geschwindigkeit auf ein Viertel Kraft oder taucht oft bis zur Oberfläche, um sie wieder aufzuladen. Alle stets auf gegnerischen Zerstörer und Kreuzer. Alle Zerstörer sowie auch die Kreuzer Dallas, Bajoni, Leander und Perth haben Wasserbomben an Bord. Sie sind eine effektive Waffe gegen U-Boote, die sich unter Wasser verbergen. Also das sind alles schon Informationen, die haben wir uns alle schon auf dem Testserver durchgelesen. Verbesserte Verbrauchsmaterialien. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich noch entwickeln wird. Ich bin, glaube ich, auch eher noch ein Fan davon, dass vielleicht wieder die Luft zurückkommt, dass man irgendwann auftauchen muss. Aber dazu später dann irgendwann mal mehr, wenn wir auch die U-Boote selber spielen. So, verbesserte Verbrauchsmaterialien. Die alten kommen weg, neue sind da. Ba, 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 ba. Schiffe angebracht und Inventar werden im Wechselkurs von 1 zu 22.500 automatischen Kreditpunkte umgewandelt. Die Container mehr Verbrauchsmaterialien werden nicht mehr erhältlich sein. Sollten sich noch mehr Container auf eurem Konto befinden, wenn sie aber schon 60.000 Kreditpunkte umgetauscht. Verbesserte Verbrauchsmaterialien in anderen Belohnungen werden durch Signale ersetzt. So. Die werden also gratis, ne? Genau, kostenlos erhältlich. Die Premium-Dinger. Finde ich schon mal gut. Für Neueinsteiger und Leute, die das Free-to-Play spielen wollen, ist das echt top. Das war auch noch so dieses. Das war noch so diese eine Part, wo man sagen konnte. Ja, Warships ist nicht unbedingt Pay to Win, sondern mehr so Pay to Progress, weil man kann die sich ja für Credits kaufen und so auch. Aber welcher Spieler hat am Anfang genügend Credits, sich ständig Premium-Verbrauchsmeter zu kaufen? Wisst ihr, was ich meine? Das war dieses so dieses Jein. Das haben sie jetzt rausgenommen, finde ich gut. Da Flugzeugträger über keine verbesserten Verbrauchsmaterialien verfügen, bleiben ihre Parameter unverändert. Die Wartungskosten für Flugzeugträger werden geändert, um sie an die von den anderen Schiffstypen anzugleichen. So werden beispielsweise die Wartungskosten für Flugzeugträger von 240.000 auf 180.000 Credits gesenkt. Das, von Stufe X Flugzeugträger. Das dürfte tatsächlich die ein oder anderen interessieren.
So, gewertete Gefechte. Machen wir gleich weiter. Hi Spoiler, hast du ein paar Tipps der nach, für jemanden, der nach 3 Jahren wieder einsteigen will? Schau dir mal die Schiffe vielleicht an, die neu dazugekommen sind. Die Fähigkeiten, die sie haben, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, die panasiatischen Zerstörer sind, glaube ich, vor 3 Jahren noch nicht drin gewesen, bin mir nicht ganz sicher. Mit Tiefwassertorpedos, wie die funktionieren, wie das CV-Gameplay funktioniert momentan. Dass du einfach so ein bisschen auf dem neuesten Stand bist. Einfach mal im Hafen durchschauen und gucken, was sie können. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Pass mal auf. Es gibt im Forschungszweig Tooltips. Das haben sie hinzugefügt seit vor 2 Patches oder so. Da kannst du drüber hovern und dann stehen dort Infos, die dir direkt sagen können, was diese Schiffe ausmacht und was sie können. Und da müsste dann zum Beispiel auch bei den Panasiatischen drinstehen. Nein, die sind erst vor 12 Jahren dazu gekommen. Ah, vor 12! Action-Check, natürlich! Vor 12 Jahren! Eieiei. Hallo Julian, moin. Sorry! Alles gut. Hier müsste jetzt dabei stehen, dass sie Tiefwassertorpedos haben. Genau, Tiefwassertorpedos. Unterschiede zu anderen Schiffen, geringe Erkennbarkeit. Aber es steht nicht dran, was Tiefwassertorpedos können, gell? Warte mal, Details. Ihr Details, wartet. Ah, Torpedos. Geringe Torpedos. Zerstörer können nicht getroffen werden. Genau. Also einfach durchgucken. Sich das Ganze mal anschauen. Auch was die Italiener können mit der SAP. Und dann hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Glaube ich. Gameplay technisch ist das Spiel immer noch das gleiche. Es gibt ein paar Verbesserungen halt hier und da. Aber mechanisch hat sich nicht so viel verändert. Ansonsten darfst du natürlich immer gerne Fragen stellen. Spoiler. Es gibt mehr Flaggen, ja. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, bei den Signalen mehr Signale anzubringen. 8 Kampfsignale und dann bei den ökonomischen und den super seltenen Signalen kann man einfach alles draufpacken. Russen weiterhin OP? Nö. Also, keine Ahnung. Ich war sowieso noch nie so wirklich der Meinung, dass die Russen OP sind in dem Spiel. Das ist immer nur viel Geschwätz. General, hi. Oh, wieder zurück. So. Okay. Also, 20. Mai ab 11 Uhr. Ist ja bald. In der Woche. 7 gegen 7. Schiffe Stufe 7. Was wie vorhin schon gesagt hat, da werden wir ganz viele Belfast sehen. Belfast, eventuell Flint mit dem guten Nebel. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht so der Flint-Fan. Atlanta wird man wahrscheinlich sehr häufig sehen. Atlanta. Aber allein deswegen werde ich schon Belfast spielen, denke ich. Sinab. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich ja ein Video dazu. Und empfehle das ein oder andere Schiff. Mal gucken. Wenn ich Zeit dafür habe. Belohnung. Bis zu 4700 Stahl. Und viele extra Belohnungen. Archipel, Ring, großes Rennen, neuer Morgen, Dreizack, Nachbarn und Tripost. Interface, Grafik und Ton. Super selten mal eben 500 davon. Aber ich habe die alle gespart. Ich spare die wirklich, General Londo. Ich benutze die nicht so häufig. Man kann den als Rückkehrer verwenden, ja, wenn du 90 Tage inaktiv warst. Stimmt. Spoiler. Das ist was ich dir noch empfehlen würde, dass du von irgendjemandem einen Invite-Link nutzt. Der kann dir nämlich auch noch Kisten dann geben. Ich wäre tatsächlich auch dafür, dass wenn jemand das Spiel anfangen möchte, neu anfangen oder zurückkehren möchte, kann er sich gerne hier im Chat melden bei meinen Mods. Bei denjenigen zumindest, die aktiv World of Warships noch spielen. Nekroven zum Beispiel. Und dann kann er euch einladen als Rekruten und kann euch dann auch Kisten schicken. Bei mir ist das Problem, ich habe schon relativ viele Rekruten, aber ich bekomme nicht mehr Rekrutenpunkte. Man kann wöchentlich nur 1500 Rekrutenpunkte einsammeln. Und wenn ich halt hunderttausende Rekruten hätte, würde ich trotzdem nur 1500 Punkte einsammeln können. Und damit kann ich oder muss ich mir die Kisten kaufen, für euch und für mich. Also man kauft ja immer dann 2. Einmal für euch und für mich.
Und ich könnte dann niemals allen Leuten eine Kiste kaufen. Deswegen wäre das, glaube ich, ganz praktisch, wenn meine Mods das übernehmen könnten. Wenn sie wollen. Die Belfast kann man so nicht mehr bekommen, außer durch sehr viel Glück in, weiß nicht, Weihnachtscontainern. Ich weiß nicht, ob die in normalen Supercontainern drin sein können. Vielleicht in Supercontainern, die man zieht. Aber ich glaube, sonst kann man die nicht einfach so aus irgendwelchen Containern ziehen. Sonst war das immer zu Weihnachtszeiten in den Weihnachtscontainern drin, das Ding. Genauso wie die Missouri auch, glaube ich. Da müsste ich mich mal. Ich müsste mich da nochmal schlau machen. Könntest ja auch einfach deinen Bot halt einen anderen Invite-Link posten lassen. Ja, aber da müsste ich ja erstmal wissen, ob ihr überhaupt dazu in der Lage, nicht in der Lage, das weiß ich ja, aber dazu bereit seid, Nekoven, das zu machen. Lutz, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Moin. Und hallo, Sweet Jesus, Moin. Ich kann mich da mal schlau machen, Leute, in welchen Kisten diese seltenen Schiffe noch drin sein können. Und kann das dann auch nochmal irgendwo posten. Auf meinem Discord oder so. Was sollte daran denn so schwer sein? Nee, es geht ja nicht darum, dass es schwer ist oder so. Es geht einfach nur darum, dass ihr vielleicht keinen Bock habt, dass ihr vielleicht gar nicht so aktiv World of Warships spielt und die Punkte dann einsammelt und dann guckt in eurer Liste, aha, der und der Rekrut hat so und so viele Punkte gesammelt, dem kann ich jetzt eine Kiste schicken oder sowas. Vielleicht habt ihr ja keinen Bock drauf. Darum geht es mir gerade nur. Kannst du eine Nation empfehlen, deren Schlachtschiffe du gut findest? Ja, die japanische Nation mit der Yamato. Die amerikanische Nation hat eigentlich durchgängig sehr schöne Schlachtschiffe. Am Anfang sind alle super langsam und ungenau, das zählt alles nicht. Aber also ab Stufe 7 aufwärts, sagen wir Stufe 8 aufwärts, sind die Amis dann nochmal richtig geil. Ich glaube, da sind die Japaner tatsächlich ein bisschen einfacher zu spielen. Am Anfang noch. Und dann gibt es natürlich noch die russischen Schlachtschiffe, die darf man eigentlich auch nicht empfehlen. Also die sollte man empfehlen, die sind schon echt stark. Auch mit der Kremlin am Ende. Und alle anderen sind dann so, kann man machen, muss man nicht. Die Deutschen sind dann noch speziell. Ich würde die Deutschen noch empfehlen, nicht weil sie vielleicht einfach zu spielen sind, sondern weil sie so einen speziellen Spielstil haben. Die Deutschen sind quasi die Sekundärbatterie-Schlachtschiffe in diesem Spiel. Mit dem großen Kurfürsten dann auch. Bismarck, Tirpitz, eventuell Friedrich. Aber alle anderen Conqueror, also die Briten sind halt so eher meh. Das sind so high-spammende Dinger. Auch spezieller Spielstil, aber nicht so interessant, finde ich. Die Franzosen sind ganz lustig. Der 8. und der 9. sind ganz cool. Die Republik auf Stufe 10 ist wieder irgendwie komplett anders. So ein Stück weit wie die Vorgänger. Nicht so mein Liebling und dann war es das ja eigentlich auch schon, oder? Oh. Also man sollte, wenn man das Spiel anfängt, sollte man gucken, dass man verschiedene Linien hochzieht. Nicht unbedingt verschiedene Nationen derselben Klasse. Sondern vielleicht einmal eine Nation mit einem Schlachtschiff, dann eine mit einem Kreuzer und eine mit einem Zerstörer. Und dann guckt man, welche Nation gefällt einem am besten. Und wenn man merkt, so, ah, okay, die und die Nation gefällt mir, das Gameplay, dann kannst du gucken, ob du noch andere Nationen nebenbei ein bisschen hochspielst. Aber ja, wahrscheinlich ist es das Beste, wenn man nicht jede Nation sofort anfängt und jede Klasse, weil du hast auch gar nicht die Stellplätze dafür, die Hafenstellplätze am Anfang. Mach am besten alles gleichzeitig. Ja, aber nicht alle Schiffe, die es gibt, gleichzeitig hochfahren. Das kostet zu viel Zeit. Man will ja auch irgendwo ein bisschen Progress haben. Ich würde sagen, beschränk dich auf jede Klasse, also Zerstörer, Kreuzer, Flugzeugträger und Schlachtschiff. Und dann hast du vier Zweige. Da kannst du dann eben die Nation dir aussuchen, die du dann hochspielst. Und wenn du dann merkst, was dir davon am besten gefällt, so ab Stufe, weiß nicht, 4, 5 oder 6, solltest du ja dann irgendwann merken, so, okay, das macht mir doch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Dann kannst du so in der Richtung noch ein bisschen mehr spielen und auch andere Nationen ausprobieren. Würde ich dir jetzt raten.
So. Nekroven, wenn du willst, darfst du das auch gerne kurz im Mod-Channel ansprechen, was ich gerade angesprochen hatte mit dem Invite-Ref-Link. Dann könnt ihr euch das mal im Discord, könnt euch mal entscheiden. Weil ich weiß ja, dass ich ein paar Mods dabei habe, die nicht mehr so aktiv World of Warships spielen. Ich habe mit den amerikanischen angefangen und bin jetzt auf Tier 8, aber von der Präzision doch sehr ernüchtert. Schlachtschiffe. Aber das ist... Die North Carolina ist okay, würde ich sagen. Die ist nicht so ungenau, wie du jetzt vielleicht vermuten magst. Es gibt Schiffe, die sind nochmal deutlich ungenauer oder fühlen sich auch ungenauer an. Schlachtschiffe sind einfach keine krassen Sniper wie Kreuzer. Die darf man auch nicht mit Kreuzern vergleichen. Ich kann nur sagen, dass Schlachtschiffe, je höher du kommst, desto besser wird, desto besser fühlt es sich auch an. Aber die Amis haben zum Beispiel dann mit der Iowa, die wird dann nochmal ein bisschen besser. Bönedel. Was heißt bisschen? Die wird, glaube ich, schon vom Gefühl her nochmal deutlich besser wie die North Carolina. Vor allem fliegen die Granaten schneller und sind nicht so träge. Dann hast du eine, die hat 9 Granaten wieder, wie die North Carolina auch, aber halt ein bisschen genauer. Und dann hast du die Monty auf Stufe 10, die hat einfach nochmal einen Turm mehr. Dann hast du 12 Granaten. Und das macht halt richtig Spaß schon dann, das Ding. Ich habe quasi alle Reihen bis hierfür gleichzeitig gefahren und ab da, wo es länger dauert, habe ich mich auf Lieblinge konzentriert. Ich sehe halt das Problem, dass wenn man versucht, alle Schiffe, alle Zweige gleichzeitig hochzufahren, dass man erstens sehr viel Zeit investiert und zweitens, dass man sehr viel Geld auch ausgeben muss, weil man die Hafenstellplätze nicht hat als Anfänger. Du willst ja am Anfang erstmal das Spiel kennenlernen und nicht direkt Geld ausgeben müssen dafür. Und dafür ist es dann ein bisschen schwierig. Würde ich mal sagen. Also die Montana ist definitiv ein sehr schönes Schlachtschiff, Bönedil. Wirst du mit belohnt werden. Und du wirst das auch schon bei der Iowa merken. Die Iowa hat schon richtig Punch und die haut auch schon ordentlich raus. Noch besser als die North Carolina. Und es ist einfacher zu zielen mit ihr, weil, wie gesagt, die Granaten fliegen noch einen Ticken schneller als die von der North Carolina. Bei der North Carolina muss man noch weiter vorhalten auf Distanz, weil die so langsam fliegen. Iowa ist ein bisschen schneller, das merkst du dann im Zielen dann auch schon, wird es einfacher. Und die Monty, die hat dann einfach nochmal 3 Granaten mehr. Das ist dann einfach die Masse, die es ausmacht. Und damit trifft man dann auch gut. KDB, ich wünsche dir was. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Hau rein, ne? Ja, die U-Boote sind drin, Julian. Kommen aber erst, das haben wir hier oben, Moment. Da, die kommen erst in 2 Wochen, am 27. Mai. So, jetzt lesen wir mal weiter, würde ich behaupten. Dieter! Ach, Dieter! Dankeschön für 2 Monate. Vielen lieben Dank dir für deinen Support. Und dann auch noch im Tier 2, Mensch. Vielen, vielen lieben Dank dir. Dicker Hype geht raus. Hat er sich wieder verklickt? Oh, schlimm. Wie würdest du die Tier 6 bis 7, was? Tier 6 bis 10 Japan und USA einordnen? Welche besser sind? Bei den Schlachtschiffen meinst du? Schwer zu sagen, also ich würde tatsächlich sagen, dass die Japaner eventuell ab Stufe 6, Fuso, dann Nagato, Amagi, diese 3, also 6, 7 und 8, einfacher zu spielen sind, womöglich für Anfänger, als die von den Amis. Aber das kann, ist vielleicht nur meine subjektive Meinung. Der 9er, die Izumo, ist nicht mehr so cool bei den Japanern. Das war so bisher auch immer so ein Wermutstropfen auf dem Weg zu Yamato. Aber die Izumo wurde gebufft.
Also sie ist ein bisschen besser geworden. Ich finde die Iowa stärker. Also den Neuner der Amis finde ich deutlich stärker als den Neuner der Japaner. Oder einfach, sagen wir nicht unbedingt stärker. Die Izumo ist auch schon stark, keine Frage. Die hat echt Punch. Also auch Durchschlagskraft auf große Distanz, um Zitadellen zu drücken und so. Was die Iowa nicht ganz so gut kann. Aber die Iowa, die handelt sich einfach einfacher und besser. Und dafür hast du dann aber mit Stufe 10 halt eine Yamato, die eine Fähigkeit besitzt, die andere nicht haben. Das ist Overmatchen der 32mm Bug- und Heckpanzerung und Seitenpanzerung vieler Schiffe, was die Montana nicht kann. Sprich, die Yamato kann eine Montana frontal durch die Nase schießen, egal in welchem Winkel, ohne abzuprallen, weil sie einfach overmatcht. Overmatch heißt, du kannst eine Panzerung durchschlagen, egal wie die angewinkelt ist. Und die Montana kann im Umkehrschluss mit dem kleineren Kaliber, das sie hat, kann sie das bei der Yamato nicht. Da würde die abprallen. Das heißt, eine Yamato ist eigentlich ein Schlachtschiff-Killer schlechthin. Deswegen mag ich die auch so sehr. Die hat einfach nochmal so ein Ass im Ärmel, weißt du? Hallo Unicorn King, moin. MB, ich weiß nicht, ob du... Ah, okay. Hätte jetzt auch ein Trollversuch sein können, aber die haben es tatsächlich verändert. Ich zeig dir das hier. Da. Es gibt keine Standardverbrauchsgüter mehr. Das neue Standardverbrauchsgut ist jetzt ein gratis Premium-Verbrauchsgut. Also man muss auch nichts mehr dafür zahlen. Hi Tommy, ja, moin. Ist das jetzt bestätigt, dass bei Epic Games GTA 5 kostenlos kommt? Hallo Iron Eagle, moin. Freut mich, Bühnedil, dass du was gelernt hast. Pizza plus Bier. Hi, moin moin. Und Steezy, moin. Okay, machen wir weiter. Wir bleiben schon wieder hängen. So. Ja, genau, gewährte Gefechte hatten wir, Interface, Grafik und Ton. Das Design des Reiters Module wurde überarbeitet. Unter diesem Reiter könnt ihr nun alle Verbesserungen und Verbrauchsmaterialien für alle Schiffe sehen, die ihr noch nicht erhalten habt. Moment, was? Interface, Grafik, achso, Interface auch. Verbrauchsmaterialien für alle Schiffe sehen, die ihr noch nicht erhalten habt. Wie darf ich das jetzt verstehen? Ich kann auch gerade mal die Montana zeigen im Hafen. Ich mache aber mal ganz kurz die andere Camo an. Die normale. Nehmen wir die... Ach komm, wir machen die dunkle. So. Module. Also hier, das sind schon die Premium-Verbrauchsgüter. Jetzt kann man nur noch wechseln zwischen Aufklärungs- und Dings. Finde ich gut. Das sind auch neue Icons jetzt mittlerweile, oder? Teilweise sind da neue... Also das ist, glaube ich, ein neues Icon. Wenn ich mich nicht täusche. Oder vielleicht... irre ich mich auch. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht genau so nicht so ganz sicher, was das hier bedeutet. Das Design des Reiters Module wurde überarbeitet. Unter diesem Reiter könnt ihr nun alle Verbesserungen und Verbrauchsmaterialien für alle Schiffe sehen, die ihr noch nicht erhalten habt. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Wenn ich zu einem Schiff gehe, das ich noch nicht besitze, zum Beispiel Östergötland. Doppelklick, dann können wir uns das anschauen. Punkt, Punkt, Pera Gaming, hi. Die ganzen Server sind abgestürzt. Ja, das wird auch morgen noch da sein. Es Matze, Mahlzeit. Der Kurfürst hat tatsächlich eine sehr starke Panzerung, ja. Bei ihm ist das nicht mehr so einfach, wie ich das gerade erklärt habe, bei einer Montana oder so. Also er hat halt hier 60 und 120 mm, der hat nur hier vorne einen kleinen Streifen, 32 mm und hier vorne. Ansonsten Deckpanzerung ist einfach zu stark, um mit der Yamato zu overmatchen. Aber dafür hat der Kurfürst eine fette Aufbauten, die man treffen kann. Und das Problem ist, glaube ich, auch, dass dadurch, dass die Deckpanzerung so dick ist,
die 50 mm, wenn man irgendwie hier reintrifft. Die werden dann vielleicht nicht unbedingt scharf durch die Beplattung der Aufbauten, die Granaten der Yamato. Prallen aber am Deck ab, werden dadurch scharf, gehen wieder hier hoch in die Aufbauten rein und explodieren da drin. Also so stelle ich mir das in der Regel vor, wenn dann Full-Pen-Hits bei rumkommen. Aber ja, der ist schon eine harte Nuss. Kurfürst ist eine harte Nuss in der Regel. Ein Conqueror ist zum Beispiel ein absolutes Opfer gegen eine Yamato. Da siehst du hier, guck, 32 mm, easy Overmatch, 32 Overmatch, 32 Overmatch, 32 Overmatch. Du musst ihn einfach nur irgendwo hier treffen und du machst deine Pen-Hits. Deswegen ist ein Conqueror gegen eine Yamato eigentlich uncool. Jimmy, dankeschön. Herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream ohne Internetprobleme. Und ich habe gesehen, ihr habt schon ein neues Emote. Jimmy, zeig mal her. Zeig mal her. Das habe ich vorhin schon von jemandem bei mir gesehen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Gerne auch einen Shoutout raushauen für Jimmy. An meine Moderatoren. Genau, Iceman hat ihn. Die Tulpe begann. Sind eine Menge neue Icons, ja. Das ist mir schon aufgefallen auf dem Testserver, auf dem Public Testserver bei den U-Booten. Da hatten die neue Icons. Das heißt, ich darf meine ganzen Icons auch wieder anpassen für meine Bildscholle. So ein Müll. Hallo PK, moin. Und hallo Previn. Und oh, Rennelschi. Ahoi. Und da ist die. Hi. Und Winterfell. Tag auch. Hallo. Die sind einfach geil. Also Jimmys Emotes sind auch mega nice geworden. Da erkennt man halt echt dran, dass du auch Ahnung hast wieder von sowas, ne? Das sieht man einfach direkt. Hallo Eisernes Kreuz Bertha, moin. Und Dankeschön Chromie. Und hallo Volo PC, moin. Und Pedepoop, servus. Genau, wir sind gerade eigentlich noch dabei, uns die Patchnotes anzuschauen, aber ich kriege gerade ständig Fragen rein, die ich versuche dann zu beantworten. Dann dauert das ein bisschen länger. So. Also das mit den Modulen habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Das Design des Reiters Module wurde überarbeitet, das haben wir gesehen. Unter diesem Reiter könnt ihr nun alle Verbesserungen und Verbrauchsmaterialien für alle Schiffe sehen, die ihr noch nicht erhalten habt. Ich weiß nicht, was die damit meinen. Ah, nein, ah, ich glaube, doch, jetzt weiß ich es vielleicht, doch. Das hat was damit zu tun, pass auf. Das hat tatsächlich was mit dem hier zu tun. Wenn man hier drauf drückt, dass man dann hier die Sachen sich anschauen kann. Und auch Verbesserungen und so, wie auch für die Östergötland. Glaube ich zumindest. Und Verbrauchsmaterialien. Dass man sich hier alles anschauen kann, was die können. Das konnte man nämlich davor nicht. Ich glaube, das war so, dass ich mir die Verbrauchsmaterialien nicht anschauen konnte von diesen Schiffen. Glaube ich. Ist aber was sowieso schon lang überfällig ist. Finde ich. Nicht erforschte Schiffe, genau, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte gerade, es geht nur darum, Verbesserungen und Verbrauchsmaterialien für alle Schiffe, die ihr noch nicht erhalten habt. Ging darum, dass ich bei Schiffen, die ich schon gekauft habe, aber noch nicht alles erforscht habe, die Sachen sehen kann. Aber was ja Schwachsinn ist, weil das ja jederzeit möglich war bisher. So, hallo Torwin, moin. Und hallo Strolch. Die Blätter fehlen beim Rage. Nö, ich sehe da schon Blätter. Der Groschen ist gefallen, wie man so gerne sagt, ja. Sagte ich doch schon vor 5 Minuten. Ja, kann sein. Manchmal interpretiere ich manche Sachen falsch und dann dauert das eine Weile, bis ich das wieder auf die Kette kriege. So.
Verstehe ich eh nicht, wieso das nicht schon längst ging. Ja, das ist was eigentlich schon, sage ich ja, schon längst überfällig war. Dass man sich die Sachen vorher anschauen kann. Auf jeden Fall nochmal einen Schritt in die richtige Richtung. Finde ich nice. So, was haben wir jetzt? Ja. Gehen wir weiter. Über das Follow. Oh, danke schön, Yogi, für dein Follow. Herzlich willkommen. Moin, moin. Servus. Hallo, danke für dein Moskau-Video. Kurze Frage. Ja, gerne, Rudi. Sehr gerne. Und gerne auch die Frage. Immer nebenbei Salat schneiden, dauert hier ja noch ein wenig. Wir kommen einfach nicht voran. ich lese die Frage gleich, ne? Wir lesen erstmal kurz hier weiter. Über das Forschungsfenster können Schiffe erforscht und gekauft werden. Klickt auf ein Schiff, um das Datenblatt des Schiffes mit den Schaltflächen kaufen, erforschen zu öffnen. Dankeschön, It's Lady. Für dein Follow, herzlich willkommen. Moin Moin. Nur ist gut. Hab alle viel Spaß mit Pungi. Hype. Dankeschön nochmal, Jimmy. Vielen lieben Dank dir. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Habe das Legendary noch nicht erspielt. Bleibt der Auftrag, wenn ich die Moskau jetzt verkaufe? Du hast noch den Auftrag, den persönlichen Auftrag, oder? Du musst die legendäre Verbesserung nicht über das Forschungsbüro kaufen. Verstehe ich das korrekt? Okay. Ja, der Auftrag bleibt. Du kannst die Moskau verkaufen, der Auftrag bleibt. Das ist korrekt. Dachte ich mir auch gerade eben, Chromie. Hallo Chris Cross, Mahlzeit. Jetzt warte mal, pass mal auf, weil die Frage jetzt auch gerade aufgetaucht ist. Gehe ich mal ganz schnell auf das Moskwa-Video. Ne, kann ich das... Warte mal, ich mache das kurz woanders. Und schreibe das kurz unten in den Kommentar dazu. Da-dam, da-dam. Aha. Jo, Kommentare. Videos, Moskau-Video. Müsste ich doch jetzt eigentlich meinen eigenen Kommentar sehen können. Ja, perfekt. Bearbeiten. So. Hi, Herrn. Ist interessant, wie viele Fragen dann doch noch auftreten können. Obwohl man denkt, man hätte schon alle Fragen beantwortet in dem Video. Interessant. Wie kommt man denn zum Forschungsbüro? Wenn du ein Level hast, das schon hoch genug ist, man hat ja Account-Levels, kann man hier im Profil sehen. Zugangsstufen nennen die das. Ah, okay, ich sehe. Also hier gibt es Zugangsstufen, Level für deinen Account, die steigen mit den Gefechten, die du fährst. Und irgendwann kommst du dann hier zum Forschungsbüro. Wo ist das denn, Mensch? Rekrutierungsmittel, Lieferung, Feldzüge, Kampfaufträge, Waffenkammer. In der Waffenkammer ist das, glaube ich, mit dabei. Haben die das jetzt die haben das verknüpft, ne? Ja, oh das soll noch kommen. Forschungsbüro ist in der Waffenkammer, hier unten drunter, da. Da ist das Forschungsbüro. Das hat keinen eigenen Reiter gehabt, so. Ich bin halt aber auch nie da drin. Ich habe noch, ich immer eine Linie zurückgesetzt erst und mit der bin ich noch immer nicht durch, weil ich einfach nicht dazu komme. So. Also.
So. Bungie kommt nicht von mir. Ach, hast du das nicht? Ah, okay. Da müsst ihr bei euren Mods nachforschen. Es gibt aber nur Pingi und Pingu. Jetzt gibt's halt auch Pungi. Pungi klingt fast wie Fungi. Demnach mag ich es eigentlich, weil ich mag Fungi. Wir werden gleich ein bisschen Gameplay haben, keine Sorge, Leute. Oh, hallo Kappi, moin moin. Fünf Zehner Tech Trees muss man haben, um es zurückzusetzen, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man auch die fünf Zehner haben muss, um das Forschungsbüro sehen zu können. Ich glaube, man kann das auch vorher schon sehen, aber man muss halt fünf Zehner Schiffe haben. Nee, Tech Tree Caterpillar, soweit ich weiß. Aber ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. So, Cleaner, hi, moin moin. Und hallo Tartaros, servus. Echt, jetzt habe ich gesagt, in dem Video werden alle Fragen beantwortet. Ja, werden sie ja auch, bis wieder neue Fragen auftauchen. Man kennt es doch, Jimmy. Man kennt es doch. Hallo Valhalla-kun, moin. Und hallo Nubium, servus. Und Immortal. PTF, das weiß ich nicht. Das weiß ich leider auch nicht. F. Bürdel, Hallöchen. Und Mitsuko, moin. So, ich bin jetzt wieder up to date im Chat. Hab hoffentlich allen Hallo gesagt. Nochmal Hallo an alle anderen da draußen, die auch in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Dazugestoßen sind. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wir schauen uns jetzt noch ganz schnell hier die Patchnotes von uns an. Und dann spielen wir auch mal endlich Spiel. Dann seht ihr auch mal ein bisschen Gameplay hier. So. Immer dasselbe, wenn wir Patch Day haben. Über das Forschungsfenster können Schiffe erforscht und gekauft werden. Klickt auf einen Downblatt und Schaltfläche kann man erforschen. Klickt zweimal auf das Schiff, um gerade Module zu öffnen. Durch einen Klick auf einen leeren Bereich im Forschungsfenster wird das Datenblatt ausgeblendet. Also das ist cool. Genau. Per Doppelklick direkt Schiffe sich anschauen oder auch kaufen, whatever. Mit einem Klick auf der richtigen Schaltfläche. So, was haben wir noch? Die Symbole für Verbrauchsmaterial und Bewaffnung wurden überarbeitet. Nice, haben wir schon mitbekommen. Die Karten Nordlichter zerklüftet, schlafende Riese, Schleife, Griechenland und Kampfzone Alpha wurden überarbeitet, um sie an das neue Beleuchtungsmodell und die verbesserte HDR-Technologie anzupassen. Finde ich gut. Sieht besser aus. Prallt eine Granate von einer Panzerung ab, wird jetzt eine spezielle Animation gezeigt. Was? Gibt es jetzt Ricochet-Animation, Leute? So ein Piu! Oh, das wäre cool. Oh, stell dir mal vor, es gäbe Ricochet-Animationen von der Wasseroberfläche. Du schießt mit einer AP-Granate so ganz flach übers Wasser und dann fliegt die so in die Luft und geht dann irgendwann ganz weit hinten wieder runter so. Ich habe das nicht gesehen im Video, ne. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Müssen wir drauf achten nachher mal. Wir haben die grafische Anzeige von Schiffs, Handläufen und Takelagen in Häfen und auf Karten verbessert. Warte, was? Wir haben die Grafik von Schiffshandläufen. Was ist ein Schiffshandlauf? Die Takelagen weiß ich. Aber was ist ein Schiffshandlauf? Bitte helft mir, Leute. Wie ziele ich mit einem Spotterplane? Hab da so meine Probleme. Das ist Übungssache, Priven. Da kann ich dir gar keine Tipps oder so für geben. Du musst das einfach erkennen, richtig. Ich habe mir halt immer, schon immer in dem Spiel, habe ich mir eine imaginäre Linie gezogen, vom Heck bis zum Bug. Und die habe ich dann halt verlängert und dort habe ich hingezielt. Und das ist halt von oben, wenn man von oben zielt, nochmal ein bisschen schwieriger dann eventuell, das richtig einzuschätzen, die Distanz. Wo es langfährt, das Schiff, ist alles Übungssache. Aber man sollte sich damit auseinandersetzen, weil Spotting Planes sehr, sehr wertvoll sein können. Also Moskwa vor einem Update verkaufen Donskoi fahren, wenn die neue forscht und gekauft zurücksetzen, auch gut. Genau, du kannst die Moskwa verkaufen. Einen Tag vor dem Patch 095. Du kannst sie aber auch direkt davor zurücksetzen, die ganze Reihe für das Forschungsbüro. Dann würdest du ja sie aber auch trotzdem bekommen. P
PTFO heißt Play the Fucking Objective. Ist das so? Hat mir noch nie jemand gesagt. Ferris, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen, moin. Zwei Dinge. Erstens, bitte nicht so wie dein Masso-Gameplay. Zweitens, ich hoffe, du bist salzfrei. In welchem Zusammenhang, Kapi? In welchem Zusammenhang? Ach, meinst du generell mein Gameplay? Nicht mit meinem Masso-Gameplay. Aber ich hatte doch auch ein Masso-Gameplay, das war okay. Das war nicht so schlecht. Hallo Skis, moin. Reling? Schiffshandläufen. Ist das die Reling, echt? Oh, okay. Wieso sagen sie dann nicht Reling? Wieso sagt man Schiffshandläufe? Ja, alles? Was soll das? Ach man. Na gut, dann wissen wir das auch. Was ist das denn bitte? Vom Chat getrennt. Vielleicht ist der Twitch-Chat wieder ein bisschen RIP. Wer hat die meisten Ditches? Gibt ja auch Videos mit Steinen. 30 plus und so. Ich glaube, ich hatte mal, also die 10er-Marke habe ich schon mal geknackt. Ich glaube so 12, 13 vielleicht. Mit einem perfekten Ditch von mir, aber ich will mich damit jetzt nicht brüsten, ne? Ist wahrscheinlich nicht mal so gut, wie ich gerade denke. Donskoy kann Spaß machen, aber sie ist schwierig zu spielen, da gebe ich dir recht, Modganz. Ist nicht so einfach. Hallo Waldwolf, moin. Was bringt die Moskau an Credits? So circa. Wir können mal ganz kurz gucken. Ich habe die Moskau hier stehen. Wenn ich die jetzt verkaufen würde. Und die Verbesserung Ausbau. Schiff verkaufen für 8,2875 Millionen. Ausbauen. Alles ausbauen. Kapitän. Kein Platz in der Reserve übrig. Der würde meinen Kapitän echt entlassen, der Typ. Was für eine Schweinerei. Der Kapitän kann nicht entlassen werden. Kein Platz in der Reserve verfügbar. Oh nein. Also 8 Millionen Credits bekommt ihr dafür. Das ist nicht wenig, Leute. Das würde ich definitiv machen. Sie wollen ein Objekt zum vergünstigten Preis verkaufen. Endet in 13 Stunden, 46 Minuten. Was? Vergünstigt? Die Moskau ist doch gerade nicht günstiger, oder? Wieso sollte die Moskau günstiger sein? So ein Gelaber. Clan-Bonus. Ach so, Clan-Bonus könnte sein, ne? Ja. Ist aber wirklich ein Rabatt für die russischen Schiffe? Das sehe ich nämlich hier nicht. Bei mir wird das ja nicht angezeigt. Naja. Gut, also wir sind wieder da. Kannst weiter quatschen. Ich habe Beschäftigung. Hallo Tinman nochmal. Moin. Das sind auch so Sachen, die finde ich ein bisschen schade, dass die ganzen Boni, die Rabatte nicht trotzdem noch angezeigt werden, auch im Forschungsbaum. Man könnte ja doch trotzdem so ein Rabattmärkchen daneben packen, dass ich mir das auch anschauen kann. Weil ich kann mir den derzeitigen Preis überhaupt nicht angucken. Das ist ein bisschen doof. Typisch abgehobener CC hat wieder keine Ahnung von geilen Boni. Ja, ich sehe ja keine Boni, Wonka. Wo soll ich denn, ne? Wie soll das denn gehen? So, wartet. Hallo. Wir waren stehen geblieben bei dem hier. So. Und Dankeschön, Rotbarsch, auch für dein Follow. Herzlich willkommen, moin moin.
Wir haben die nationalen Voice-Overs für polnische, niederländische und österreichische, ungarische Schiffe überarbeitet. Bei der Auswahl des Voice-Overs National Plus werden nun alle vorhandenen Voice-Overs von einzigartigen Kapitänen berücksichtigt. Alright. Ich wusste gar nicht, dass das noch nicht der Fall ist, aber okay. Karten und Spielmodi. Die folgenden Karten wurden überarbeitet. Schleife. Die Position der Inseln wurde geändert. Das wird die Annäherung an Schlüsselbereiche und das Manövrieren darin vereinfachen. Der Atlantik. Eine Insel an der Kartengrenze im Quadranten A7 wurde entfernt. Atlantik ist diese hier, ne? A7. A7 ist das nicht. Ah, hier oben. Ah, ja. Das finde ich tatsächlich fair. Das finde ich definitiv fair. Die Insel hat nämlich immer dafür gesorgt, dass man hier nicht mehr so einfach abhauen konnte, während der Feind das einfach konnte hier. Zack. Einfach abdrehen. Das so, als würde hier irgendwie genauso nochmal so eine Insel sitzen. Das war immer so ein Flaschenhals hier. Ist okay. So, jetzt hier oben. Guck mal, das ist einfach eine komplett neue Karte, Leute. So kennt man sie. So ist sie neu. Jetzt haben wir überall eine Insel im Camp. Das heißt, mit dem DD kann man da... Mit dem DD kann man hinter die Insel fahren. Der CV hat jetzt Inseln, hinter denen sich verstecken kann, hier oben, theoretisch. Da gibt es eine. Da unten ist eine Insel verschwunden. Die war sowieso useless. Die hat man irgendwie für nichts benutzt. Die anderen. Jetzt kann man sich hier reinstellen, in diese Lücke. Vielleicht hier durchschießen, müssen wir mal gucken, wenn man die Karte spielt. Okay. Das ist ein sehr, sehr offenes Gameplay hier, Leute. Also das wird sehr viel offener sein. Auch das hier außen rumfahren auf der Einserlinie. Dankeschön, Frosty, auch für dein Follow. Herzlich willkommen, mein. Das außen rumfahren wird jetzt sehr viel offener sein. Man hat zwar hier immer noch die Insel, hinter die man sich dann stellen kann, aber man kann eher hier reinwirken in den Cap-Bereich. Selbes Spiel hier rechts. Ah, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber damit sind wir halt schon wieder einen Schritt mehr in Richtung Symmetrie und nicht mehr in Richtung asymmetrische Karten. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. So, die anfängliche Punktzahl in Koop-Gefechten im Modus Herrschaft wurde erhöht. Von 300 auf 400 Punkte. Im Modus 3 Schlüsselbereiche und von 200 auf 300. Wahrscheinlich sind die zu oft verloren gegangen, die Gefechte. Wurden gewonnen und die Bots haben zu oft verloren, weil sie einfach zu schnell gestorben sind. Genau. Weil die zu schnell auf 0 Punkte gerutscht sind. Weitere Änderungen? Klickt auf die Spoiler-Schaltfläche, bla bla. Ja, machen wir. Änderung an der Game-Balance. Oh, guck mal, auf einmal haben wir wieder ganz viel Zeug zum Lesen, Leute. Ich dachte, wir wären schon durch. Ja, Gott sei Dank haben wir hier noch einen Spoiler zum Aufklappen. Hallo Wiese, guten Abend. Sonst hätten wir jetzt gleich ein bisschen Gameplay zeigen müssen. Wer will sowas schon sehen? Aufgrund... Lage von Analysen der Gefechtseffizienz und dem Feedback von Spielern haben wir im Update 094 Änderungen an der Parameter. Die sind aber notwendig, um die Balance der entsprechenden Schiffe sorgfältig einstellen zu können. Falls erforderlich werden, in kommenden Updates noch weitere Änderungen folgen. Doch! Lesel. Bla 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 bla. Halt die Klappe. Du blöder Vogel! Europäischer Stufe 8 Zerstörer Öl an die Ladezeit. Von 70 auf 59 Sekunden. Aber das sind die Standard-Torpedowerfer. Ich glaube, die interessieren uns nicht. Piu, piu. Warte mal, Öland haben wir nämlich gerade geholt. Ja. Die neuen haben 63 Sekunden. Das interessiert uns nicht. Schade. Und ich habe gedacht, ich würde jetzt ein Schiff fahren, das besser gebufft wurde. Amerikanische Stufe 8. Kreuzer Cleveland, den Platz mit Robinson Überwachungssaal wurde durch das Verbundesjäger hinzugefügt. Ah ne, wurde hinzugefügt, okay. Wird man wahrscheinlich niemals verwenden, weil Überwachungsradar einfach bäh ist. Amerikanische Kreuzer Seattle, Stufe 9 und Wooster, Stufe 10. Jetzt bin ich interessiert. Gespannt. Den Platz mit dem Robinson Überwachungssaal wurde auch ein Jäger. Und Aufklärungsflugzeug.
Ich werde es schon sehen. Wir werden Aufklärungsboosters sehen. Demnächst. Auch wenn ich nicht glaube, dass das es bringt. Amerikanisches Stufe 8 Schlachtschiff North Carolina. Das ist ein Buff, der... Tut mir leid, dieser Buff war notwendig, finde ich, weil alle anderen Stufe 8 Schiffe dieser Art, Alabama und hast du nicht gesehen, Massachusetts, die haben alle schon 38mm. Und die North Carolina war da so ein bisschen das Opfer. Konnte auch noch mit dem IFAE-Änderungen penetriert werden, jetzt kann sie es halt nicht mehr. Ist dadurch deutlich stärker geworden. Zerstörer Nicholas, Farragut, Mahan, Benson, Fletcher, Orgnumbar. Das verbrauchsame Defensive Flakfeuer kann jetzt auf jedem Rumpf angebracht werden, okay? Stufe 3 Kreuz Aurora. Interessiert uns nicht. Stufe 4 Schlachtschiff Gang. Gut. Interessiert uns nicht. Interessiert uns nicht. So, hier. Jutland. Die Ladezeit der Hauptbatterie wurde von 4,2 auf 4,3 erhöht. Bäh. Die Ladezeit der auf einmal eine Sekunde. Ja, okay, das ist nicht schlimm, aber. Ja, aber ich kann es verstehen. Wartet mal. Das war aber das, was schon im Dev-Blog drin stand, ne? Das packen die jetzt einfach nur noch auf den Live-Server drauf. Auch mit dem. Für Daring und Jutland, die waren nämlich beide, oder sind beide sehr stark. Und die brauchen so ein bisschen einen Nerf. Glaube ich. Nur ein bisschen. Und bitte jetzt dabei belassen, weil das ist mein Lieblings-DD. Bitte nicht mehr dran rumschrauben, danke. Interessiert uns nicht. Interessiert uns nicht. Interessiert uns nicht. Interessiert uns nicht. So, Flugzeuge. Die Sichtweite der Flugzeuge wurde um 17 oder 16 Kilometer reduziert. Und die können auch nicht mehr 17 Kilometer weit Schiffe spotten, sondern nur noch 16, glaube ich, ne? Ja. Minimal reduziertes Spotting. Ey, stopp. Bin ich der Einzige, den das auf die Nüsse geht, wenn man hier links irgendwo draufklickt, wenn man hier irgendwas angeklickt hat und dann kommt so ein kleines Fenster und du willst das wegklicken, dann klickst du hier links irgendwo drauf und dann ist einfach die ganze News-Seite weg. Schlimm. Ergänzungen und Änderungen von Inhalten. In der Waffenkammer sind jetzt Container mit Elementen der Sammlung schnell und entschlossen erhältlich. Ihr könnt sie im Austausch gegen 6000 Kohle bekommen. Die Belohnung für die Sammlung. Einzigartig italienische historische Sansonetti. Okay. Alle europäischen Marken wurden in Kreditpunkte umgewandelt. Und eine breite Tarnung für die Belohnung. Neue Tarnungen, okay, check. Weitere Informationen darüber. Folgende Show und Testen. Oh, Rhein, Weser, August von Parseval, Manfred von Richthofen, Z35 und Lenin. VI Lenin. Neue Testschiffe auf dem Server drauf. Huch. Oh, hallo Django, moin. Ich sitze nicht 2 Stunden nur an den Änderungen, Bonka. Ich habe auch sehr wichtige Fragen zu den Spielmechaniken beantwortet. Hallo, ab sofort nicht mehr Fritzgit, sondern Wieseli Privatler. Frate mal, was die Emotes werden, Privati. Wieseli? Hallo. Echt jetzt? Aber ich fand Fritzgit immer ganz cool. Aber okay, Wieseli, muss ich mich wohl dran gewöhnen. Dankeschön für 22 Monate. Hallo Keks, dankeschön für dein Follow. Digga-Hype geht raus. Bühnedil, ich wünsche eine gute... Ich wollte schon sagen, gute Nacht, ne? Ich wünsche einen guten Abend. Und danke fürs dabei sein. Mach's gut. Leslie Violet? Das weiß ich nicht. Werde ich abwarten müssen. Aber ich rate mal, deine Emotes werden... Keine Ahnung. Ja, ist ja eindeutig. Elefanten. Oh, dieser Cringe-Versuch, einen dummen Witz zu machen. Ich glaube, wir machen weiter. Ich will noch nicht schlafen, nein. Ah, wir haben gleich Clan-Battles und ich will vorher noch was spielen. Die Ladegeschwindigkeit des Game-Clients, wenn man sich im Hafen von Kapitän befindet, wurde erhöht. Okay, die Bezeichnung Kontostufe wurde in Zwangsstufe. Zugangsstufe umbenannt. Okay, das war mir nämlich echt neu. Ja, Zugangsstufe. Das Erreichen einer neuen Stufe wird jetzt von einem Voice-Over begleitet. Ah, interessant. Die Erkennbarkeit zur Luft eines Schiffes entspricht jetzt für 2 Sekunden der Feuerreichweite seiner Flakgeschütze, nachdem diese das Feuer eingestellt haben.
Das betrifft die Erkennbarkeit nur in Situationen, in denen sich gegnerische Flugzeuge noch in Reichweite der Flugabwehr befinden. Das ist interessant für Zerstörerfahrer tatsächlich, denn bisher war es immer so, wenn die Flugzeuge dich angreifen und dann wegfliegen und du hast die Flak an und machst sie dann aus, dann warst du normalerweise immer instant zu. Kann aber auch, oder umgekehrt, wenn sie dich angreifen und du hast die Flak gerade an, aus Versehen, und machst sie dann ganz schnell aus und dann bist du instant zugegangen. Das geht jetzt nicht mehr. 2 Sekunden lang bleibst du immer noch offen. Das ist gefährlich für DDs. Also nochmal aktiver darauf achten, dass man die Flak zum richtigen Zeitpunkt an- und ausmacht, Leute. Hallo Lord Zeth. Hi. Gibt es interessante Neuerungen? Wir können nochmal von vorne anfangen, Weasley. Wenn du willst. Ich glaube, da hat der Chat nichts dagegen, oder? So. Ja, jetzt halt doch die Klappe, du blöder Vogel! Der Algorithmus der empfohlenen... Was ist der empfohlene Clans? Der empfohlene Clans auswählt und das Design des Items empfohlenen Clans wurde verändert. Okay, Animation Torpedo-Zielbereich wurde überarbeitet. Werden wir dann sehen. Der Zielbereich bewegt sich jetzt in der Nähe des Ziels viel gleichmäßiger. Gut. Aus den Flaggennamen wurde das Wort Flagge entfernt. Es wurde ein Fehler in der Beschreibung der... Tut mir leid. Der Merkmale von Schiffszweigen im Forschungsfenster behoben. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Querschots auf dem Vor- und Hinterschiff der Kraftzellen und Kraftzellenwindstärke 20 mm erhielten. Jetzt bestreckt die 60 mm. Bei folgenden Schiffen wurden kleine Korrekturen an den Texturen und Modellen vorgenommen. Mainski Pass, Gornis, Smoland, Venezia, Vladivostok, Daring, Hayade, Ohio, Brindisi, Eritrea, Halland, Trento, Georgia, Sims, Amalfi, Tara, Minotaur, Bisbee, Silivangi, Raimondo, Monte, Procoli, Marceau, Enzain, Gabold, Lightning und Östergötland. Ich lese das alles vor, Leute. Bitte nicht. Ja, von vorne anfangen. Hype, hype, hype. Hallo Paddington, moin. Wehe, Bingo. Okay, wir gehen ganz schnell durch, okay? Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Lichterkette permanent Tarnung. Okay, interessiert uns nicht. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Smolensk als Premium-Schiff und nicht als Spezialschiff angezeigt wurde. Aha, aha. Das war der Fehler, den mir schon mal jemand gesagt hatte. Darauf hatte ich mich nämlich eigentlich berufen, dass die Smolensk eigentlich Premium-Schiff ist anscheinend. Aber es ist ein Spezialschiff. Also das war ein Fehler. Sehr gut. Es wurde ein Fehler behoben, auf den kann ich Wüste sowie Helfen und Masse. What? Ist egal. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Text abgeschnitten wurde. General im Hafenzeichen. Bla 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 bla. Egal. Sondern Fehler wurden durch den Spieler nach 3 Stunden Inaktivität nicht automatisch vom Server getrennt worden. Aha. Die Anzeige der Tooltips beim Mouse-Over über die Schaltfläche bereit und nicht bereit im Übungsraum. Division. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Gefechtsmodi im Übungsraum als Gefechtstyp bezeichnet wurden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Fenstergröße falsch geändert wurde, wenn die Welt der Wert der Einstellung UI-Skalierung erhöhen über 100% betrug. Keine Ahnung. Hallo Wanderdeck, moin, servus. Uff, aber Ravensberger, wir sind doch gleich durch. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ich lese das tatsächlich ganz gerne komplett durch, weil vielleicht ist wirklich ein Fehler dabei, der mir negativ aufstößt. Und dann wäre der weg. Das wäre cool. Wenn es geöffnet, Escape ganz gut wird. Nee, wurde ein Fehler behoben, Symbole für Talent und Fertigkeit besorgen. Nee, es wurde ein Fehler behoben durch den Fadenkreuz, falsche Informationen über die Feuerbereitschaft der Geschütze angezeigt. Das kenne ich nicht. Wurde ein Fehler behoben, durch den die Autobild ausgeschaltet wurde, wenn Wegpunkte übereinander gezogen wurden. Kenne ich auch nicht. Übersicht kann man im Hafen unmöglich machte, von einem Geschütz zum anderen des kleinen Typs zu wechseln. Kenne ich nicht. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Interface-Text teilweise verschwommen wurde. Nee. Nee. Es wurde ein Fehler behoben, durch der es unmöglich machte, eine Autopilotroute in einem bestimmten Bereich der taktischen Karte zu planen. Das hatte ich mal, glaube ich. Da bin ich mal an der Insel festgesessen und der Autopilot wollte mich nicht mehr da rausholen dann. Bitte nochmal von vorne.
Die Änderung an Low-Tier-Schiffen interessiert mich. Ja, die Änderung interessiert mich wirklich nicht. Aber nein, nicht jede Änderung hier interessiert mich. So ist das ja nicht. Mich interessiert nur vielleicht die eine oder andere Änderung, die mir aufgefallen ist im Spiel. Archibald TM, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Tut mir leid, dass wir gerade nur am Schnacken sind, Leute. Es wurde ein Fehler, wo eine Ladezeit Timer eine Sekunde länger lief, wenn die Ladezeit länger als eine Minute war. Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich das Symbol mit angeschlagenem Auftrag fällt zurück nach unten mit. Nee, es wurde ein Fehler. Durch verbündete Schiffe hindurch auf Gegner schießen konnten. Das kenne ich nicht tatsächlich, den Fehler. Es wurde ein Fehler behoben, durch den es möglich war, in einem Klanggefecht statt es bereit zu bestätigen, obwohl er nun. Nee. Aber oh, was? Du konntest im Klangefechten, konntest auf bereit klicken und ein Schiff auswählen, das nicht geeignet war dafür. Aha. Warum hat das noch niemand ausgenutzt? Aber es gibt auch Spieler, die in deinem Stream sind, die das vielleicht interessiert. Vielleicht, das kann durchaus möglich sein. Aber auf Stufe 3, Stufe 2, Stufe 4, 5 Schiffe. Naja. Durch die Anzeige. Warte mal, jetzt wollen wir den Schlüssel nur auf kurz entfernen. Guck mal hier, da haben wir jetzt zum Beispiel einen Fehler. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Bojen zur Begrenzung der Schlüsselbereiche nur auf kurze Entfernungen angezeigt wurden. Dass das ein Fehler ist, wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, das war absichtlich, dass das ein Bug ist vom Spiel. Nicht ein Bug, sondern dass das ein Feature ist, dass sie das irgendwann reingepatcht haben, dass die halt erst sichtbar werden, wenn man halt ganz nah ranfährt. Was ich bisher immer als absoluten Quatsch empfunden habe und auch so kommuniziert habe. Und das ist tatsächlich ein Bug. Haha, guck, da haben wir wieder was. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Staffelfadenkreuz vor Beginn eines Angriffs nicht an der Seite angezeigt wurde, es vollständig eingezielt wäre. An der Stelle, okay. Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass Spieler die Verbesserung Schiffsbrauchsmaterial Modifikation 1 auf der Belfast und der Z39 anbringen. Das hier, by the way, kann sein, dass ich das schon mal hatte bei den Torpedobombern. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl gehabt, wenn ich Torpedos abgeworfen habe und es war noch nicht komplett eingezielt, sind die trotzdem perfekt parallel gelaufen bei der Haku zum Beispiel. Obwohl sie eigentlich seitlich laufen müssten. Bisschen schräg, konisch. Das kann sein, dass das hier ist, ne? Dass das Staffelfadenkreuz hinterhergehangen hat. Bisher. Wie auch immer. Es wurde ein Fehler, der verhinderte, dass. Okay, das kenne ich nicht. Die falsche Benennung der Flugabwehrgeschütze rum muss. Okay, es wurde ein Fehler behoben, durch den die Namen der Elemente in Sammlungen in Großbuchstaben dargestellt wurden. Ein Fehler behoben, durch das sie mal genannt wieder erschienen, durch den. Scharfgesandt war. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schiffe mit dem Feld bald verfügbar stattdessen mit Testschiff angezeigt wurden. Der verhinderte, dass eine Staffel nach dem Abheben sofort angreift. Das ist mir auch aufgefallen, der Fehler hier. Mal bei dem einen oder anderen Flugzeugträger. Fehlerbomben durch den Fliegerbomben erst einige Zeit nach dem Aufnahmeziel. Und das hier, okay. Das nervt halt extrem. Das sind Bomber gewesen, die haben dich angegriffen. Ich komme gleich zum Alert. Ich will nur das ganz schnell fertig machen. Die haben angegriffen, die Bomben haben dein Schiff optisch nicht getroffen. Es ist ein Wassersplash im Schiff aufgetaucht oder neben Schiff, wie auch immer. Es war, glaube ich, im Schiff, aber es sah danach aus, als wäre es neben dem Schiff gewesen. Und dann denkst du so, yo, die sind daneben gegangen, die Bomben. Und dann eine halbe Sekunde später, die Ernüchterung, zack, HP reduziert, doch Schaden kassiert. Ist jetzt nicht tragisch, der Fehler gewesen, aber es war halt ein bisschen nervig. So. Nubium, ich danke dir für deinen verschenkten Sub. An Meyers Hans. Viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön, Rubium, für deinen Support, gell? Vielen, vielen Dank dir. So, und hallo Hisimir und Thomas Petersen. Moin, moin. Hatte mal einen Neuner drin. Und Merlin, ich danke auch dir für deinen Follow. Servus, moin, moin. Und hallo Sorben. Okay, Leute, wir sind durch. Wir haben es endlich.
Oder kann man noch was? Ah, wir können auch diskutieren im Forum, Leute. Wir können auch im Forum diskutieren. Okay, was haben die Leute geschrieben? So. Ah, da hat es ja noch richtig viel Stoff zum Lesen, Mensch. Oh, das geht sogar bis auf Seite 4. Ja, dann auf geht's. Nein, als ob wir da jetzt lesen, Leute. Ohne Scheiß. Wir packen das jetzt weg. Tschüss. Wir spielen jetzt ein bisschen. Hallo, Sturmi. Jesus Maria. Nehmt ihm das Forum weg. Wir spielen jetzt. Jetzt ist die Frage, ob Wii überhaupt noch am Start wäre. Noch da. So, dann lade ich die Wii mal kurz ein. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach noch ein, zwei Runden irgendwas. Ganz gechillt mal Yamato. Bin erst kurz vor Ende dazu gekommen, bitte nochmal von vorne. Pass auf, Waldwolf, wenn du das jetzt versuchst durchzuboxen, dann machst du dir ganz viele Feinde, glaube ich, im Chat. Ich bin tatsächlich nicht so oft im Forum, sucht am Moin. Ich hab diesmal Land. Schon. Du fährst die Wii? Gefährlich, ne? Ist gefährlich. Au, das ist aber auch eine Karte mit der neuen HDR-Beleuchtungstechnologie, korrekt? Das erkennt man sofort. Die Yamato sieht ganz anders aus auf der Map hier. Ja. Oh, das gefällt mir. Gefällt, also optisch gefällt mir das direkt. Viel satter, die Farben irgendwie, oder? Nee, ist noch gar nicht drin. Pion, ich danke dir für 2 Monate. Vielen lieben Dank dir. Ich sag Pion, aber es ist eigentlich Plon. Oder? Plon, dankeschön. Freut mich, dass es dir immer noch gefällt. Digga, ab geht raus, gell? Dankeschön. Oh, hallo, Felix. Korrekt. Müsste ich vielleicht auch mal machen. Ich habe hier so ein paar Spritzer auf meinem Bildschirm drauf. Weil ich manchmal irgendeine Limo oder sowas aufmache. Und dann... Jo. Kannst auch reden, Junge. Oha. Oha, wie? Ist das korrekt? Natürlich eine Limo. Leute, es war mir so klar, dass jetzt genau wieder sowas passieren würde, wenn ich das sage. Wer kennt das nicht? Ich habe mein Glas hier. Ich habe das direkt vor dem Bildschirm stehen. Wenn ich da eine Limonade reinfülle und das dann halt hochsprudelt und das spritzt ein bisschen raus, dann geht natürlich auch was auf den Bildschirm. Ey, ihr seid so versaut, Leute. Gut, dass Pingu die erweiterte Erweiterung zu den Patchnotes nicht gesehen hat. Ah. Die erweiterte Erweiterung. Ja,
Er rutscht noch ein bisschen weiter vor mit seiner Dämon. Kann man machen. Ein bisschen mehr Damage wäre cool gewesen. Oh, eine Republik. Da bremse ich doch mal ganz schnell ab. Oh, hört ihr überhaupt den Game-Sound? Ihr hört den Game-Sound gar nicht, gell? Moment. Tut mir leid. Das ist mein Fehler. Game-Sound. System Game. Hört es jetzt wieder? Moment. Ich glaube, ihr hört was. Ne, ihr hattet tatsächlich den Game Sound gehört, weil ich meinen System Sound aufgenommen hatte. Demoin, du fährst doch jetzt nicht vorwärts. In dem Winkel haben wir es gerade geschafft, eine Zitadelle zu drücken. What? Interessant. Elatna Games, dankeschön auch für dein Follow. Moin, moin. Wow, da pinkelt uns jemand ins Gesicht. Ja, eigentlich sagt man ans Bein, ne? Aber... Hallo Moose, moin. Zeig mal die Katze, damit ich einschlafe. Ich muss mich echt an diese neuen Dingenskirchens gewöhnen, an die neuen Icons. Ja, aber also bei der Hindenburg kann man auch unter Wasser penetrieren. Ich frage mich nur, wie ich das geschafft habe in dem Winkel. Das war gerade ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat das komplett getäuscht. Ey, sie steht einfach schon wieder dort. Die Dämonen. Ey, wir sollten uns auch mal heilen. Wir haben richtig viele. Vor allem hatten wir First Blood. Wir haben einen extra Heal. Wollten wir natürlich auch nutzen. Guckt euch diese Dämonen an. Sie denkt, sie könnte uns aufhalten. Falsch gedacht. Schauen wir mal. Razzazor, das können verschiedene Dinge gewesen sein. Verbrauchsmaterialien, ja, die Premium-Verbrauchsmaterialien wurden alle verkauft. Zum Beispiel. Und übrig gebliebene Marken von dem Event davor. Na komm schon. Zitadelle unterm Turm wäre doch cool jetzt mal. Nein, natürlich nicht. Schade. Drei Leute auf uns drauf. Die machen richtig Aua. Sollten wir vielleicht zu bleiben kurz. Das war der Doppelbrand. Hallo Sebastian, moin. Und Container, stimmt. Container wurden verkauft. Die die Container für die Verbrauchsmaterialien, ja. Du musst deine Stimme leise machen, damit wir den Sound hören. Aber eigentlich müsstet ihr den Sound hören, Krusty. War bisher noch nie ein Problem. Ey Mio, was geht? Was kommst du mir jetzt so hier? Hallo Durstiger. Und hallo Mogelbert, guten Abend. Nö, es wurden keine Kosten erhöht. Das haben sie uns tatsächlich geschenkt. Pathfinder. Jo, wir können uns wieder heilen.
So. Es ist ein bisschen riskant hier. Oh, schön. Venezia macht ihn raus. Wunderprächtig. Was haben wir jetzt dort hinten? Eine Republik. Machen wir einmal eine rein. Aber wir müssen trotzdem pushen. Nicht, dass wir zu weit weg sind. Es kommt sowieso ein Cyclone noch, gell? Ein Stück weit zu weit hinten. Erwischt. Schade. Und er beschleunigt. Hat Mio was schaffen? Schiff sauber gemacht. Kannst du gleich bei meinem Schiff weitermachen. Ach, jetzt ist Cyclone drin und ich sehe das Schiff nicht mehr. Ah, schade. Das hatte ich gerade überhaupt nicht gesehen, dass wir einen Cyclone bekommen, sonst wäre ich viel früher wieder vorwärts gefahren. Hä, Sebastian, ich habe dir doch Hallo gesagt. Schon mehrmals. Also nicht mehrmals Hallo gesagt, aber ich habe dir auf jeden Fall Hallo gesagt. So. Manchmal kann das nämlich vorkommen, dass ich gerade mit dem Spiel beschäftigt bin oder im Chat hinterherhänge und dann von oben nach unten wieder durchlese. Dann dauert das manchmal ein bisschen. Puh, okay. Könnte noch eine ganz spannende Runde werden, um ehrlich zu sein. Wir bleiben am besten einfach mal irgendwie zusammen hier. Hallo Fabian, moin. Ich bin offen. Dann haben wir eine Shimakaze bei uns. Das gefällt mir ja gar nicht. Hallo Shimakaze. Ich glaube, ich zünde mal direkt mein Heal. Oh, wir haben eine Mino vor uns. Ah, dann ist die Frage, ob wir nicht doch lieber auf die Minotaur gehen. Eine Doppelzitadelle? Schön. So. Oh, Shima, sag mir bitte nicht, du hast... Oh. Oh. Ist das tragisch. Dam, da-dam, 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 da-dam. Dam, da-dam, dam, dam. Push, push, push. Dankeschön, Abel, für dein Follow, moin. Die sind gerade, also die neuen Verbrauchsmaterialien haben die Eigenschaften der Premium-Verbrauchsgüter, sind aber jetzt gratis geworden. Also nur eine Win-Situation für den Spieler.
bin immer noch zu hier. Wir haben gleich eine Hindenburg an der Seite. Bin jetzt im Hydro. Okay, schönes Haus. Nice, nice. Ah, da haben wir seine Mino. Ah, dammit. Ist einfach eine Monty noch vor uns. Relativ breit. So. Er hat nur noch zwei Tops rausbekommen, aber die Shimakaze ist noch hier irgendwo, hinterm Nebel. Wird auch bald wieder ihre nächsten Tops haben. Sechs Granaten, drei Treffen. I like not. Oh, es ist eine Yami dort. Shit. Oh no. Oh no. Noch Yami. Noch. Und wir haben eine Shima links irgendwo, bestimmt. Ich denke, er ist so gut wie raus. Flop. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Overmatch-Mechanik. Fuck! Fuckity fuck! 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 Aua! Aua! Ja, es war so klar, dass sie irgendwo dort sitzt, die Shima, direkt. Aber ich wollte auch nicht Breitseite zeigen zu Yamato, dann macht die uns mit einer Salve raus. Dammit. Rest in Pepperoni. Oh, Venezia. Er rammt ihn einfach. Er schafft's wirklich, oder? Yamato hat daneben geschossen. Oh boy. Das würde mich jetzt aufregen, Yamato. Hast du schon mal überlegt, einen Voice-Mod für WoS zu machen, Alter Prime Penguin? Ich glaube nicht, dass das Leute haben wollen würden. Also, na. General, moin moin. Nix Win-Win. Ja, aber es geht ein bisschen eher noch zu einem von diesem Pay-to-Win-Aspekt weg mit verbesserten Verbrauchsgütern, die sich vielleicht Anfänger nicht leisten können. Das heißt, es ist eher nochmal ein Balancing-Faktor, dass jeder auf demselben Level ist, so ein bisschen. Was das angeht natürlich nur. Nur was die Verbrauchsgüter angeht. Was eigentlich für ein kompetitives Spiel ganz cool ist. El Schlimo. Hallo Call, moin. Mach's gut, DJ Malte. Ja, aber das ist ja wieder was an... Nee, das ist ja... Nee, ich sag doch, es ist ein Schritt in diese Richtung, El Schlimo. Nur weil man damit jetzt was macht, muss das ja nicht bedeuten, dass man überall jetzt alles auf ein Level bringt. Am Ende kommt man noch, ja, dann soll Wargaming auch jedem den gleichen PC zur Verfügung stellen. Weißt du, ich find's gut, dass es jetzt keine Premium-Verbrauchsgüter mehr gibt. Find ich gut. Ist nochmal ein Schritt in Richtung Fairness. Nobium, ich danke dir für deinen verschenkten Sub an Call. Vielen lieben Dank dir. Für deinen Support, ne? Dankeschön. Und hallo, guten Abend, Niklas Bond. Und TV Barracuda, moin. So, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Venezia war besser. Die war besser. Fair Schmer, sagt X-Pro immer, ne? Fair Schmer. Ich fahre noch eine Runde Montana. Danach ist leider schon die Zeit rum und wir müssen... Oh, warte, ich muss mal ganz kurz bei den Feldzügen schauen, ob wir schon wieder was abgeschlossen haben. Belöhnung? Willensstärke. Können wir denn schon? Hallo, darf ich auch das Fenster bewegen? Nein? Spiel hängt? Okay, doch geht. So, Auftrag freischalten. Was müssen wir machen? 2,5 Millionen Kreditpunkte. Zack. Können wir machen. Können wir machen. Bis zum Ende 4 Monate, 29 Tage. Ja, da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. So. Tägliche Lieferung nehme ich. Container. Ich lasse das mal eben. Wir wollen ja jetzt die Runde noch starten.
Wo ist mein Divisionsfenster? Da. Auf geht's. Die Abo-Verschenker sind einfach zu schnell. Schlimm. Ja, das stimmt natürlich, El Schlimmo. Das wird aber besser, wenn man später schon einen 19-Punkte-Kapitän hat und den dann einfach fährt auf seinem Lieblingsschiff und damit dann die Elite-Kapitäns-EP zusammenfährt. Sollte jetzt ja auch nochmal deutlich schneller gehen, dadurch, dass man eben die ganzen Signale draufpacken kann, ohne dass man Angst haben muss, zu wenig Kampfsignale im Gefecht zu haben. Hallo Jenny, moin moin. I wanna be Potato, hi. Ich fand das immer sehr anstrengend in einem neuen Moment. Wir mussten ja lange Zeit für nicht gebrauchtes Potato zahlen. Nee, das stimmt nicht. Pit, du musstest nie für irgendwas zahlen, was du nicht benutzt hast. Du hast entweder die gratis Verbrauchsgüter benutzt, das waren halt die Standarddinger, die waren halt schlechter. Oder du hast die Premium-Verbrauchsgüter benutzt. Und für die hast du halt gezahlt immer wieder dann. Aber du musstest nicht zahlen. Nein, nein, wir werden keine 20-Minuten-Runde jetzt hinlegen. Das ist, by the way, die neue Map. Also die alte neue Map, Schleife, Loop. Mal gucken, ob wir bei A ein bisschen Stress machen können. Also pushen wird wahrscheinlich deutlich besser funktionieren jetzt. Ah, ich bin direkt hinter ihm. Aber Walter Lehmann, du warst doch vorhin schon da, oder nicht? Hast doch vorhin schon Hallo gesagt, das weiß ich ganz genau. Premium-Verbrauchsgüter haben also ein Verfallsdatum. Was? Nee. Hä, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass Premium-Verbrauchsgüter ein Verfallsdatum haben? Die wären doch nicht schlecht. Jetzt bin ich verwirrt. Und das, was Moos schreibt, ist auch richtig. Dir wurde die komplette Summe erstattet. Du hast Geld zurückbekommen. Du hast keinen Verlust gemacht durch die Verbrauchsgüter. Ah, okay, okay, Walter Lehmann. Dann BB. Dann natürlich BB. Wir wären sowieso aufgegangen jetzt. Durch den CV. Mindestens haltbar bis die Schiffsraum. Siehe Prägung an Kanonenlauf. Erstmal umschauen, wie die Maps hier aussehen jetzt. Das ist ja eine richtig fette Insel hier in der Mitte. So, ich bin jetzt offen. Die haben einen DD, der ist komplett drüben. Chilieu ist auch noch dort. Venezia war gerade noch dort. Wir haben einen Thunderer in der Mitte. Was ist denn mit ihm los? Ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt noch richtig erwische und nicht zu weit vorne. Schön 22k in den Thunderer.
Plug erstmal aktivieren. Er fährt halt echt noch weiter, ne? Könnte gleich ziemlich eng werden mit der Insel hier vor uns, dass wir das gar nicht mehr schaffen. Doch, geht drüber. Nice. Der Thunderer sollte jetzt richtig leiden. Ich hoffe es zumindest, dass er gleich ordentlich Treffer kassiert. Nein, natürlich nicht. Alter, das waren gerade mal 2000 Schaden in volle Breitseite. Thunderer, was ist denn da los? Wie kann er denn nur? Und wie ist er vor allem zugegangen dort vorne vor der Alaska? Leute, how about? Er ist schon hinter der Insel. Oh, okay. Da hinten nochmal ein Freddy. Dann pushe ich mal die Dämonen hier gleich weg. Ah, die wird schon von der Jean-Bar weggepusht. Ah, Jean-Bar, aber du weißt, du hast 380mm Geschütze. Das wird ein bisschen schwierig für dich, dort vorne an der Nase durchzukommen. Oh je. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Die Buffalo geben wir gleich. Oh, wieder kein Schaden. Das freut mich, ja. Sie ist halt einfach noch. Sie ist noch am Leben. Die Dämonen. Oh fuck. Oh no, we. Oh no, we. Don't die on me. Da laufen wirklich noch Torpedos. Wir müssen bei Flambas bleiben. Dass er am Leben bleibt. Ahahaha. Okay, Edinburgh noch am Start. Zum Beispiel A Defense 2 nicht benutzt in der Runde, dann nächsten trotzdem besser. Ja, das. Du musst. Natürlich musst du dafür zahlen, wenn du die mitnimmst, Pit. Weißt du? Das ist ja auch wie bei den Reparaturkosten. Bei den Schiffen. Es gibt keine Reparaturkosten anhand der HP, die du noch hast, sondern du hast fixe Kosten. Für jedes Gefecht. Sobald du reinklickst, kostet das was. Und so ist es bei den Verbrauchsgütern halt auch. Du hast ja das Potenzial dabei, das zu nutzen. Und dafür zahlst du halt dann. Guck mal, wie viele Schiffe hier vorne breit rumfahren. Friedrich. Und Edinburgh ist auch noch dort. Und die hat Torpedos. Oh, Flambas. Er pusht zu hart. Okay, hat er. Nice. Wenn die jetzt hier ist. Da hinten kommt noch ein Nebel jetzt. Ich glaube, er zieht sich zurück in seine Edinburgh. Da ist er wieder. Abgeprallt, echt? Okay, ich glaube, er ist RIP. Hallo? Ja, geht doch. So, Fletcher voraus. Oh nein, ich nehme einen Top mit. Aber ist uns egal. Schön. Ist raus.
Unterstützung. Ah, ich glaube, er ist ein bisschen zu schnell jetzt dafür. Das war doof von mir. Der Venezia pushen wir mal ganz schnell noch weg hier. Hoffen, dass wir eine Zita treffen. Leider nicht. Schade. Ich finde es schade, dass jetzt jeder dieselben Verbrauchsmaterialien hat. Ach, wieso denn, Mio? Das ist einfach nur nochmal ein Schritt Richtung Fairness. Klar, kannst du jetzt natürlich sagen, ich fand es geiler, wenn der Gegner halt keine Credits hatte und deswegen länger gebrannt hat und ich ihn dann dadurch halt mehr beschädigen konnte, bestrafen konnte. Aber im Endeffekt ist es halt nicht unbedingt fair, ne? Flambas pusht immer hart. Aber Flambas ist da genauso wie ich. Ich würde auch hart pushen, Leute. Ich würde auch hart pushen. Ich hätte, glaube ich, nur da ein bisschen langsamer gemacht mit der Odin. Und mich vorbeiziehen lassen in meiner Montana, dass ich ein bisschen was tanke für ihn. Jetzt haben wir hier gleich die Musashi. Ja, kacke. Die ist ja wirklich ziemlich nah dran, Leute. Das ist gar nicht gut. Die Ibuki dreht leider ein. Achtung, melde Zielposition. So, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Wir haben hier die Musashi, wie gesagt. Noch 4 Sekunden bis zum Cap. Toll. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Wir haben ein kleines Problem jetzt, weil wir diese Richelieu noch vor uns haben, die da rumfährt. Die Musashi, die uns gefährlich werden kann noch. Ein CV, der uns gefährlich werden kann. Bitte kann Reset. Natürlich Reset. Aber jetzt rutschen wir raus und kriegen den Cap nicht mal. Schade. Amagi pusht rein, aber die Magi ist gleich RIP. So. Oh, shit. Wie wurde von der Musashi deleted? Boah, ist richtig viel geschrieben im Chat. Ich kann das gar nicht alles lesen. Hallo Burning Flame, moin. Und hallo Andy. Okay, ihn haben wir. Und jetzt pushen wir mal hier rein in C und holen uns das. He died it. Yeah. Well. He played well for our team. He pushed like a real warrior. Okay, 6 Granaten, kein Damage. Nice. Aber dann die Zitadelle noch hinterher. Hätten wir mit der ersten Salve nicht gerade ein bisschen mehr Schaden machen können, dann wäre das nochmal ein Kill gewesen. Oh, schade. Ibuki ist hinter der Insel leider. Kommt wahrscheinlich bei der
bei der Lion da gleich raus. Ah, nee. Wo ist er denn? Ey, das ist so ungewohnt jetzt, die neue Karte. Mit dieser fetten Insel in der Mitte, einer Rieseninsel dort. Und hinter jeder kann man sich irgendwie verstecken. Mal gucken, ob ich den Cap noch bekomme. Im Grunde wäre es ja fast besser, wenn ich den Cap gar nicht holen würde, weil dann der Feind noch ein paar Punkte bekommt mehr und wir noch ein bisschen eher die Schiffe rausnehmen könnten. Oh, CV kommt. Da ganz hinten ist Ibuki. Ah, die Köpfe da rangefahren. Okay, Moment. Frontturme sind gleich ready. Mal gucken, ob das reicht. Yep. Jo. Könnte halt echt noch ein Kraken werden, wenn ich die Richelieu bekomme. Aber das glaube ich nicht. Aber vielleicht können wir noch die Haku dann ein bisschen beschädigen. Ach, wieso fährt er denn nicht rückwärts und gönnt mir? Ja, Stevie Legend. Bin ich. Wieder ein. Nicht so wirklich, gell? Wobei, ich glaube, wir können ihn sogar so schon penetrieren in der Seite. An der Zitadelle müsste reichen. Eine ist dabei. 250.000 Damage schon. Huiuiui. Hey, es ist halt wirklich schon wieder eine Runde, die fast 20 Minuten geht. Was ist denn los hier? Aber da darf man sich eigentlich drüber beschweren, weil solche Runden sind cool. So, mein Freund Haku. The last salvo. Bye bye. What? Asterix, hat er Zauber dran getrunken? Zum Überleben. Gibt's auch nicht. Unverwundbar. Was soll das denn, ey? Jetzt hat er auch noch einen Brand bekommen von der Hindenburg. Schade. Warum nutzt du deinen Fighter nicht? Ich hab doch keinen Fighter dabei, oder? Ich hatte doch einen Spotting-Flieger dabei. Hallo Daedalus, moin. Nix gesagt, ich genug gelobt. Ah, schöne Runde. 272, ja, einfach 3200 Base mal kurz gemacht. Easy. Highlight of the day. Und wir hatten sogar einen Celebrity dabei. Wir hatten sogar Flambas mit dabei. Guck. Push hard. Und du wirst einfach belohnt, wenn man es richtig macht. Ein perfektes Beispiel. GG. Hallo Panda, moin moin. So, Mino ist so useless. Ach, Mino ist schon cool. Mino ist schon cool. Aber halt sau schwierig zu spielen. Ich liebe die trotzdem immer noch. Die Mino ist auch eher so ein Supporter. So ein aggressiver DD-Hunter, ansonsten Supporter. Hallo Starstriker, ahoi. Montana ist immer noch ein geiles Schiff. Ja, Montana ist einfach geil. Bin ich definitiv bei dir. Wo ist meine Mainz, Bingo? Ja, weiß ich nicht. Musst du mal Wargaming fragen und bei denen mal deine Bankdaten hinterlegen. Dann bekommst du die vielleicht auch. Hab die gute Montana-Runde verpasst. Please, noch eine. Nee,
Das wird vielleicht ein Highlight sowieso. Also eine 3200 Base-Runde ist ja nicht so häufig. Ich denke, da mache ich ein kleines Highlight draus. Dann lade ich das hoch auf meinen Kanal. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, erstmal Clan-Battles. Ich gehe mal ganz schnell auf den Teamspeak. Nein, jetzt habe ich auf Aktualisieren geklickt. Ich habe mich immer davor gesträubt, Teamspeak zu aktualisieren. Die letzten Monate. Dammit. So, Clan-Gefechte. Gibt es denn schon Divisionen? Es gibt noch keine Division, oder wie? Doch, Maverick, aber Maverick, nee. Habt ihr noch keine Division aufgemacht? Das hat die gerade nicht gesagt. Moment, ich muss kurz piepsen. So. Gut, dass ihr nicht mehr hört, was sie gerade singt. Holy shit. Die hat von der Katze gesprochen, Leute. Wir sind uns alle einig, oder? Hallo. RC, es gibt tatsächlich ein ganz gutes Video, das jemand gemacht hat. Moment. So. Mein kleiner Pinguin hat dir gerade einen Link gepostet zu einem sehr, sehr interessanten Video von einem... Der ist okay, der Typ, der ist okay. Dem kann man vertrauen. Und da sind die ganzen Infos. Mr. Zuribachi, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Moin. So. Dann, Leute, wir haben jetzt Clan Battles. Das bedeutet, ich muss ganz schnell den Stream neu starten und 2 Minuten lang werdet ihr den Stream leider nicht mehr sehen. Der Stream ist dann kurz offline, aber wir sind dann wieder am Start, okay? Also keine Sorge, wir sind gleich wieder für euch da. Das Team Pingu und dann haben wir Clan Battles. 2 Minuten Delay. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Dranbleiben. Und Dankeschön fürs Dranbleiben. Bis gleich. Ich mache ein Giveaway, okay? Ah, ich mache ein Giveaway. Komm, komm. Ich verlose einen CC-Container und einen Subscriber-Camo-Code. Zack. Falls ihr mitmachen wollt, um die 2 Minuten zu überbrücken, bitteschön. Tragt euch ein, private please. Mein kleiner Pinguin hat es euch vorgemacht. Ich löse dann gleich auf, wenn wir wieder live sind, okay? Also, bis gleich.